Dam, 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 dam. Nein, ich werde wieder in alter Tradition erst etwas einspielen. Welche alte Jehova. Tradition? Ab dem das haben wir seit letzter Folge immer schon so gemacht. Stimmt, ist doch nicht mal gelogen. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sie wirken ganz erpicht darauf, für etwas Buße zu tun, von dem Sie glauben, es getan zu haben. Also wieso lassen Sie das mit dem Rücktritt nicht lieber und verschwinden, um mich morgen Abend zu der Zeremonie auf dem Hangardeck zu treffen, damit ich Ihnen eine verfluchte Medaille anpinnen kann? Ich kann nicht. Das ist nicht für Sie, sondern für die Truppen. Stellen Sie sich da oben hin, ehren Sie Ihre Flotte und geben Sie ihr das, wonach sie lechzt. Einen Helden. Das wird Ihre Buße sein. Selbst wenn es Sie umbringt. Hallo und herzlich willkommen beim Nachfolger des Zahlensenders, dem Zylonensender. Ich könnte mich wirklich dran gewöhnen, wenn wir jetzt vorneweg immer so eine Einspielung vormachen. Also nicht wir, sondern der Tim, denn der ist heute auch mit dabei. Ja, das erfordert leider aber auch intensive Vorbereitung. Aber mal sehen, ob wir das weitermachen. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Dann kommt man gleich so in die Stimmung der Folge. Und der ich Film lerne ist auch. Mal die, ja, und ich lerne auch mal die deutschen Synchronstimmen kennen. Ja, und ich finde die gar nicht so schlecht. Oft ärgere ich mich aber über deutsche Synchro, verglichen mit der englischen, da ich die jetzt schlechter finde. Aber also die von Adama ist auf jeden Fall ziemlich passend. Die von Roslyn finde ich auch richtig gut. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich noch. Wollen wir erst den Ben noch begrüßen? Nee. Okay, dann, ich finde die Synchronstimme von Roslyn ja gar nicht so gut. Also ich finde die Stimme schon okay, aber ich finde, dass sie zu... Die ist halt anders. Ja, sie ist zu theatralisch, jetzt auch nicht, aber so sehr, die spricht halt mehr ruhig. Bisschen, ruhig und, nee, eben nicht. In der okay. englischen Version spricht die mehr so ruhig und hier ist die eher so ganz klar und bestimmt, finde ich. Naja. Aber ich finde die Stimme auch okay. Aber die von Adama finde ich auch gut. Ja. So, hi Ben. Ja. Ach so, ich bin ja auch noch. Jetzt redet er nicht mehr mit uns. Doch, doch. Wie findest du denn die Stimme von Adama, die deutsche? Ich mag den Synchronsprecher sehr gerne. Also unabhängig von Adama finde ich die Stimme generell sehr angenehm zu hören. Ja. Aber ich finde, die passt auch sehr gut zu seinem Charakter hier. Also ja. Viel mehr als ich kann nicht, hat er eigentlich nicht gesagt. Ich finde, also oft hat er früher auch passen schon mal die echten Stimmen natürlich besser zu den Schauspielern. Bei mir ist aber Bruce Willis so eine Bruce Person, Willis, die an den habe ich auch kann ich mir gedacht. Im Englischen nicht anhören. Ja. Da passt einfach die Deutsche viel besser zu der Art von Rollen, die er spielt, als seine eigene. Ja, aber wenn du dann wiederum den Synchronsprecher als Schauspieler siehst, Manfred Lehmann, und er dann mit der Stimme redet, dann denkst du dir so auch so, Das ist genau wie bei Nathan Dingens, also der dem Weise. Synchronsprecher von David Nathan. Johnny Depp. David Nathan, genau. Dem sieht man seine Stimme auch nicht an. Wir hatten ja jetzt Apollo nicht dabei, sondern nur die Präsidentin und Adama. Aber Apollo hat ja die Synchronstimme von Obi-Wan Kenobi. Mhm. Genau. Von Ewan McGregor. Von Alec Guinness genau, oder von Ewan McGregor? Nee, von Ewan. Genau die. Macht ihr auch immer so Synchronsprecher-Raten, wenn ihr Filme guckt? Ja, also manchmal, ich muss da manchmal die Augen zumachen und dann fällt es mir ein. Ja, es ist ganz schlimm bei mir, wenn ich im Kino sitze und ich kann mir eine halbe Stunde, ich komme nicht drauf, woher ich diese Stimme kenne, dann kann ich mich eine halbe Stunde nicht auf den Film konzentrieren.
Dann muss ich immer meine eigene Datenbank abfragen. Mach mal die Augen zu, das hilft. Weil du dann nämlich nicht mehr die Figur vor dir siehst. Ja, ja. Problem ist ja nur, der Film läuft ja dann weiter. Dann labern ja, also eine andere Ziel Stimme. Ist es schon, dass du nicht eine halbe Stunde die Augen zu machen musst, sondern nee, nur wenige Sekunden. Aber ich komme da dann auch nicht von weg. Und jedes Mal, wenn dieser Charakter im Film dann wieder was sagt, dann fange ich wieder an zu überlegen, woher ich die Stimme kenne. Aber meistens klappt es. Ich glaube, das hat bei Cuddy geklappt. Ich weiß nicht mehr, ob es Cuddy war. Kann das sein, dass Cuddy die gleiche Synchronsprecherin war wie Jill bei Hör mal, wer da hämmert? Irgendwie sowas war da. Boah, keine Ahnung. Weißt du, wer Cuddy ist? Nein. Die Chefin von Dr. House. Ach, die. Ja. Die mit den langen, dunklen Haaren. Ja, durch seine On-Off-Beziehung. Ja, irgendwas war. Also irgendwo hat das da bei Dr. House, hatte das mal geklappt. Da habe ich die Augen zugemacht und sofort wusste ich. Es ist nicht Lupus. Dann dachtest du, ja, so geht's. Ich habe das damals im Fernsehen geguckt und du konntest immer halt, ne? Er hat irgendeine Vermutung und guckt sich auf die Uhr an. Nee, dauert noch eine Viertelstunde, das ist es noch nicht. Das ist Lupus. Ja, ja. Aha. Ja, Lupus. Ich fand das in der Serie schon nicht witzig. Wir hatten gar nicht gesagt, was die Krankheit war beim letzten Mal in der letzten Folge, letzte Woche. Nee, das war irgendwas mit Enzephalitis und ich glaube, das ist entweder Hirnhautentzündung oder Hirnentzündung, habe ich nachgelesen. Aber das war letztes Mal. Gut, dass wir das nachgetragen haben. Genau. Gut. Dann jetzt zur nächsten Folge, die da heißt Held. Oder auf Englisch Heroes. Heroes? Helden? Cool. Das ist ja frech. Ja, aber ich glaube, heute heißt sie nur Held, oder? In Wikipedia nee, im Englischen heißt sie Hero. Auch nur Hero. Dann oh, Tim. Habe ich das auch hier richtig stehen, aber falsch gesagt. Okay. Ja, das passt. Du hast bestimmt an den David Bowie-Song gedacht. Ja, den kenne ich. Habe ich auch auf CD. Ich glaube, die Platte heißt auch so. Eine komische Serie, die mal auf RTL 2 gelaufen ist. Keine Ahnung. Das war eine gute Platte. Heißt. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber die ist so weiß. Das ist auch ein guter Song. Die ist so weiß und da liegt der so rum. Guck ich jetzt gleich nach, wie die Platte heißt. Aber im Fotoalbum werde ich sie nicht finden. Heroes. Kelly's Heroes. Hogan's Heroes. Kelly's Heroes ist Stoßtrupp Gold. Hogan's Heroes ist ein Käfig voller Helden. Stimmt. Ah, ein Käfig voller Helden. Schulz, machen Sie das Tor zu, der Krieg geht weiter. Ich finde leider Heroes nicht. Naja, müssen wir mal David Bowie fragen. Heroes. Egal. Machen wir mal weiter, bevor die Luft rausgeht. Ja, das Intro kam ja schon. Das Intro kam schon, genau. Ja, wer ist denn jetzt dran? Du bist doch dran, oder? Ich bin dran, aber wir haben ja noch nicht mal die Formalien besprochen der Folge. Ach so, natürlich. Wir besprechen heute eine Folge der Serie Battlestar Galactica mit dem Namen Heroes. Geschrieben wurde sie, Tim. Sie wollen mir den schwarzen Ike. Peter zuschieben. Von David Icke. Richtig, von David Icke. Gemacht. Icke. Und zwar nicht Icke, sondern E-I-C-K. Der Icke. Und inszeniert wurde sie von Jan. Von Jan? Wenn du jetzt einfach rätst, hast du tatsächlich eine sehr gute Trefferchance. Ja, stimmt. Ich kann mir doch keine Namen merken. Ja, ich auch nicht, aber den Namen, den habe ich mir mittlerweile gemerkt. Ja, David Michael Spielberg. Reimer. Michael Reimer. Reimer. Der heißt nur nicht mal David Spielberg, oder? Heißt der David Spielberg? Steven. Es gibt Steven, bestimmt genau. Auch einen David Spielberg. Das ist ein mexikanischer Doppelgänger. Der macht immer die billigen Asylum-Rip-Offs von Filmen und die können dann draufschreiben, der neue Spielberg. Und es wäre nicht mal gelungen. Ja, es gibt 41.421 Überlebende. Das ist ein Plus von 1, weil nämlich jemand Neues dazukommt. Richtig. Und das wird uns der Tim in der Zusammenfassung erzählen. Genau. Denn die Galactica bemerkt am Anfang, wie zwei Zylonen-Raider einen dritten jagen, als der über Funk dann eine bekannte Stimme ertönen lässt, bringt Adama ihn an Bord. Und aus dem Raider fällt dann Lieutenant Daniel Novasek, der auch den Rufnamen Bulldog hat und der zur früheren Crew von Adama auf dem Kampfstern Valkyrie gehört hat. Valkyrie. Oder Valkyrie.
Valkyrie. Ah, okay. Valkyrie. Ausgesprochen. Ja. Nicht Valkyrie, Valkyrie. Okay. Dieser wurde bei einer verdeckten Mission damals, aber vor 3 Jahren war das schon, von den Zylonen gefangen genommen und konnte eben jetzt fliehen. Was sich dann aber über die Folge noch entwickelt, ist ein dunkles Geheimnis Adamas, was dann so nach und nach ans Licht kommt, ausgelöst dadurch, dass jetzt eben Bulldog wieder zurück ist. Auf dem Kampfstern, also nicht auf dem Kampfstern Galactica, sondern auf dem Zylonen-Basisstern, auf dem auch Balta ist, sieht man über die Folge verteilt noch immer wieder so Rückblicke von drei, also Dana Beers, wie sie sich an Todesszenen erinnert und dann kurz Visionen von einem großen Raum hat mit Kerzen und roten Teppichen, wie so ein Opernraum. Und ja, bemerkenswert an der Folge ist eigentlich schon die Vorspannszene, die kann man hier auch ruhig mal nennen, denn da wird Bezug genommen auf den Pilotfilm, was ja jetzt, wo wir in Staffel 3 schon weit fortgeschritten sind, lange Zeit ja eben keinen Bezug mehr genommen wurde auf den Pilotfilm. Das war jetzt ein bisschen gestammelt, aber ich bin durch. Gibt es Ergänzungen? Nö. Nö, zur Zusammenfassung nicht. Okay. Zur Folge dann schon. Ja, vielleicht. Ja, es geht direkt los mit diesen Szenen am Anfang. Man sieht, wie die Zylonen angreifen im Vorspann. Man sieht nochmal, wie da diese Six diesen Gang entlang läuft in der Station und die in die Luft jagen. Und das führt uns alles nochmal so in Erinnerung, dass die Zylonen die Menschheit ausgelöscht haben. Und dann geht's aber auch gleich los in eine Kampfszene bei der Galactica. Und man sieht eben diese Raiders, die da miteinander kämpfen. Dort sehen wir, wie Starbuck und Cat wieder vereint sind als ein Team und eben Jagd auf Zylonen machen. Genau, die schießen ja dann quasi die beiden verfolgenden Jäger ab, die interessanterweise quasi sich auch nicht wirklich wehren und eskortieren ja dann den dritten beschädigten Jäger in den großen Hangar der Galactica. Und da gibt es so eine witzige Szene dann, finde ich. Weil es gibt ja da diesen Moment, wo aus dem Zylonjäger so dieser Blob runterfällt und dann alle im Hangar so auf die Knie gehen. Und ich finde, das sieht immer so aus wie so, oh, unser Gott ist zurückgekehrt. Der allmächtige so, Schleimblob. Die Fruchtblase ist geplatzt. Auf die Knie, Unwürdige. Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir so einen Zylonenjäger an Bord haben. Wir hatten ja das schon bei die Zylonenfleischtheke und das lustige Flievertüt. Ja. Kann man nachhören. Denn Starbuck ist ja mit so einem Ding schon zurückgekommen von ihrem Absturz auf einem Planeten. Genau. Und hat es ja auch genauso gemacht und hat sich quasi in das Innere des Jägers reingequetscht und über die Innereien gesteuert. Deswegen sieht der gute Mann, der da aus dem Jäger fällt, ja dann auch nicht so besonders sauber aus. Nee. Aber Adama hat den ja scheinbar schon an der Stimme gekannt oder hatte zumindest schon so eine Ahnung. Deswegen hat er ihn ja dann wortlos auch reinfliegen lassen. Oder rein eskortiert. Hat er nicht auch seinen Namen, also sein Rufzeichen genannt? Vielleicht hat er es auch darüber erkannt. Das hat er also auf jeden auch, Fall nur getan. Das Rufzeichen alleine ist ja erstmal nicht so viel aussagekräftig. Ja, man hatte das aber auch schlecht verstanden, was da kam ja so ab. Bulldog. Ja, genau. Vielleicht. Ja, und er war ja auch trotzdem noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ist ja erst da, als sie sich dann im Hangar wirklich gegenüberstehen. Ja, genau. Und sich absalutiert haben. Ja, und dann sag ich ja, ist wirklich du, ja, wirklich ich, hey. Also ein bisschen förmlicher. Bisschen. Und der hat ganz schön viel Schleim in seinen Dreads hängen. Ja, am Anfang dachte ich, die verfilzen also so ganz mit der am Anfang Zeit. Sieht man ja seine Augen durch den Sichtschlitz des Raiders mit Licht besagt. Und da musste ich irgendwie an Rambo denken. Ich irgendwie auch.
als er da so raus aufgestanden ist, musste ich da irgendwie so dran denken. Weil irgendwie seine Augen, die sahen aus wie Sylvester Stallone, diese traurig dreinblickenden Augen, aber nur wenn er im Raider hängt. Aber sie sie glauben ihm, glaube ich, schon so ein bisschen, aber da man ja nie sicher sein kann, ob es nicht vielleicht doch Zylonen gibt, die aussehen wie Menschen, lassen sie ja sein Blut untersuchen von Dr. Krottel. Oder zumindest abgleichen mit den Daten, die noch in der Militärdatenbank sind aus seiner Zeit, als er noch beim Militär aktiv war. Auch gut, dass die noch da ist, ne? Ja. Die Datenbank. Ist ja die wohl die ganze Zeit rumgelegen hat. Nee, vor allem, weil die ja keine Netzwerke haben und Adama keine Netzwerke mag. Also sie haben wahrscheinlich eine Kopie irgendwie immer mal gehabt. Genau, das ist immer einmal ja, aber einer vorbeigekommen halt, mit so einer Diskette und hat ja, die dann... Der Aktenbote. Dass die zufällig auf der Galactica ist, meine ich, als die Zylonen angegriffen haben. Ja, ja. Ach ja, das kannst du ja auch anders weg erklären. Irgendwo in der Flotte von den zivilen Schiffen war auch so ein... Ja, aber ich denke mal schon, dass jedes Schiff die Datenbank an Bord hat. Ich denke auch, dass jedes Schiff so eine Datenbank an Bord hat. Und er ist ja auch schon so lange in der Vergangenheit quasi verschollen, dass... seine Daten ja schon länger in der Datenbank waren. Oder Adama behält einfach die gesamten Daten seiner ehemaligen Crewmitglieder an seinem Quartier. Das war der dicke Stapel so Papier, den er vom Tisch aufhebt. Deswegen liegt immer Papier auf seinem Schreibtisch. Genau. So sentimental ist. Das ist wie die Zeugnisse der Kinder. Genau, wir haben aber noch was Wichtiges vergessen, fällt mir gerade ein. Nämlich davor gibt es ja noch eine Szene mit der Präsidentin. Präsidentin? Ja, die Präsidentin will nämlich Adama eine Orden verleihen. Oh, ein Orden? Ja. Stimmt, die machen ja irgendwie Frühjahrsputz auf der Homeworld. Genau, und da findet sie so ein altes Bild auch von der Welkire, glaube ich, sogar. Richtig? Ja, die Tori macht sie ja darauf aufmerksam, dass Adama irgendein Jubiläum feiert jetzt. 45 Jahre. Genau. 45 Jahre. Oh mein Gott, wer weiß, ob wir 5 Jahre später noch erleben, deswegen verleihen wir ihm lieber jetzt einen Orden. Und das wollen sie jetzt groß inszenieren, vor allem als Steigerung der Moral für die Mannschaft. So ein bisschen Tamtam machen. Ist ja eigentlich auch sinnig. Ja. Und da sagen sie ihm aber erstmal nichts von. Weil sie genau wissen, dass er da keinen Bock drauf hat. Kann schon sein. Und da kommt ja dann jetzt auch was dazwischen. Und dann gerät das jetzt erstmal in den Hintergrund wieder. Ja, da gibt es so eine Befragung dann so als nächstes, oder? Also waren wir fertig bei Dr. Kottel? Der hat ja nur bestätigt, dass das Blut das gleiche Blut ist, das in der Datenbank gespeichert ist. Genau, und dass der in relativ guter Verfassung ist, was dann durch Rückblenden erklärt wird, weil er immer in seiner Zelle bei den Zylonen Sport getrieben hat. Genau, hat zwar nichts zu essen bekommen, aber er hat immer Sport getrieben. Ja. Hat immer Liegestütze gemacht, die ganze Zeit im Käfig. Ich frage mich, ob die da auch so ein Tuch drüber geschmissen haben. Und ob er beim Vogel? Ja. Dann hat er aufgehört. Oh Mann, schon wieder Nacht, wieder Liegestütze macht. Was macht dein Vogel so? Liegestütze, den ganzen Tag Liegestütze. Ah, lustig. Geht so, ne? Geht so. Ich komme gleich rüber, Mann. Ja, wird mal wieder Zeit. Oho, oho. Oho. Bevor ich gehe. Ja, auswanderst. Aus der EU. Ja. Egal, wir bleiben jetzt schön bei Battlestar Galactica. Ja. Echt? Achso. Dann kommt die Befragung in Adamas Privatgemächern. Genau. In dem Rückblick noch, wie... die Dingens eine, es passiert während der Befragung, ne, wie er dann erzählt, was passiert ist. Nee, das ist genau, wo er da hockt und die Nudeln in sich reinschaufelt. Ja, so Asia-Nudelsuppe. Ja. Mit Stäbchen. Fand ich sehr. Ja, mit Stäbchen. Wieso mit Stäbchen? Weil man die anders nicht isst. Ach so. Du isst Suppe mit Stäbchen bei Battlestar Galactica. Okay. Das ist wie bei Firefly. Richtig. Ja, aber da essen sie die nur mit Stäbchen, wenn es verfluchte Suppe ist. Weil sie ja bei Firefly auf Chinesisch fluchen.
Also jetzt, Fall, jetzt holt auch mal ein bisschen aus und erzählt mich einfach. Also, so. Genau, sie sitzen da und Adama wartet natürlich, bis er fertig gegessen hat, aber dann juckt es ihn doch unter der Zunge und er fragt, wie er denn da überhaupt entkommen konnte. Und er sagt, ja, irgendwann war halt der Service nicht mehr ausreichend und dann hat er sich entschlossen zu gehen. Ach genau, und dann sieht man, wie er die Biers mit der Faust ins Gesicht haut und ihr die Nase ja, da, ins Gehirn rammt sozusagen. Genau, das Nasenbein ins Hirn, so richtig schön wie bei History of Violence. Und sie ist halt die ganze Zeit immer um seinen Käfig rumgegangen und hat ihn ultra abgenervt, indem sie irgendwas an den Gitterstäben hat lang rattern lassen. Und dann hat er sie umgebracht. Ja, und sie war auch krank, hat er gesagt. Mhm. Alle waren krank. Ja, die sahen alle so aus wie die Zylonen, die von diesem Sondenvirus betroffen waren. Und dann fragt man sich natürlich, hat es vielleicht doch geklappt? Ja, jetzt kannst du meine ausgeholte Geschichte weitermachen, Phil. Phil? Ja. Ja. Ja, ich finde, ihr seid ein bisschen kleinteilig. Oder wäre das nicht einfach jetzt eine gute Idee, einmal die Vergangenheit einfach abzuhandeln, damit man versteht, warum das alles hier so passiert? Ich fand es halt sehr, also die Szene fand ich irgendwie sehr schön und wichtig, um zu zeigen, was die beiden verbindet, so ein richtiges freundschaftliches Verhältnis anscheinend. Ja, aber ich finde auch die Szene bei dieser Befragung mit der Präsidentin auch noch wichtig. Also da sollten wir schon nochmal drüber reden. Also insbesondere, weil die Präsidentin ja erkennt sofort, dass die Geschichte, die Adama und auch Bulldog da erzählen, offensichtlich Bullshit. Nicht so ganz stimmt. Ja. Bulldog. Genau. Bulldog ist. Weil Adama erzählt ja irgendwas mit, sie haben da irgendwie eine, was war das denn für eine Operation an der? Ah, so eine Recon-Mission und. Ja, aber das erzählt er ja nicht mal, oder? Ich weiß, er erzählt noch irgendwas anderes, glaube ich. Die Admiralität wollte, dass er so einen Aufklärungsflug hinter die Demarkationslinie macht und er hat gesagt, ich will dafür aber einen besonderen Piloten, nämlich diesen Bulldog. Stimmt, das sieht man ja sogar in der Rückblende dann noch, wo er das sagt. Ja, aber warum sie darüber fliegen, keine Ahnung. Wurde ihm halt so befohlen. Ja. Ist halt so, genau. Hab ja nur Befehle ausgeführt. Ja, und ich glaube, er sagt auch nicht mal, dass sie darüber fliegen, sondern in der Nähe der Zone, sagt er. Ja, aber sie schicken den Tarnjäger ja rüber. Ja, aber das sagt er der ja gerade nicht alles. Ja. Also, der sagt einfach nur, sie waren da in der Nähe auf einer Recon-Mission unterwegs. Und dann ging irgendwie was schief und dann war er weg und jetzt ist er wieder da. Und dann sagst du die Präsidentin, Tori und du, geh doch mal bitte raus. Genau. Und jetzt natürlich. Erzähl mir doch mal, was wirklich passiert. Im Raum bleiben. Genau. Und dann sagt aber Adama nur, sie müssen mir in dieser Sache vertrauen. Ich muss mein Mess alleine aufschäumen. Ja. Und das, dann geht sie raus. Jetzt wieder eine militärische Entscheidung. Genau. Hier geht es nicht um Völkermord, halten Sie sich raus. Genau. Aber man merkt, dass er genervt ist, denn als alle raus sind, kickt er erstmal nochmal seinen Stuhl um. Oder seinen Tisch. Ja. Also irgendwas ist da, was ihn jetzt einholt. Und gleichzeitig geht ja dann Bulldog zu Tai. Oder bin ich da schon wieder zu schnell? Nee, das passiert doch jetzt. Das stimmt. Ich glaube, das ist sogar auf dem Rückweg quasi. Ja. Und dann trinken die erstmal ein bisschen was. Nee, sie wollen, aber sie kommen gar nicht dazu. Sie begrüßen sich. Nee, vorher ist ja sogar noch Adama bei Tai, bevor Bulldog dahin geht. Und erzählt ihm davon, dass Bulldog wieder da ist. Stimmt, genau, weil Tai war ja die ganze Zeit vorher in seinem Quartier. Der war ja die ganze Zeit nicht mehr aktiv. Genau, er hat die ganze Zeit eine Kippe vorher und guckt, wann er sie sieht und wann er sie nicht sieht. Oder wie mit seinem Auge und wann, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall liegt er da so auf dem Bett rum. Und ja, der hält ihr von links immer so vor und dann sieht er sie, nee, von rechts und sieht sie nicht und dann jetzt sehe ich sie. Genau. Dann aber der verhält sich
noch ziemlich ungebessert, so verschroben. Ach, jetzt kommst du zu mir. Willst du mich als XO oder als Freund? Ach nein, du willst dein Gewissen erleichtern. Ui, das wird aber schwer, du armer Tropf. Genau, also. Weil er weiß das natürlich alles. Er war ja damals schon XO von Adama. Ja, der war. Und dann wird zurückgeschnitten zu dieser Szene, wo eben der Typ in dem Stealth Fighter über die Grenze fliegt und dann kommt eben irgendein Schuss von der Seite von irgendeinem Zylon Raider oder sowas. Und er wird angeschossen und sagt, Hilfe, Hilfe, wir müssen nur, ich wurde angeschossen, ne, Rettungsmission starten, bla bla bla. Und auf der Brücke der Valkyrie zögert Adama, weil dann plötzlich andere Kontakte auf dem Dreadis auftauchen. Und er gibt schließlich einen Schussbefehl, dass eben der Tarnjäger durch Friendly Fire quasi getötet wird oder zerstört wird, um einen Krieg zu verhindern. Ja, weil ihm ja eben ganz, ganz klar ist, dass das, was er da tut, ein feindlicher Akt ist, weil die da eben mit Militäreinheiten in dieser Gegend unterwegs sind, in der sich die Menschen halt nicht aufhalten. So wie die neutrale Zone bei Star Trek. Oder sogar schon hinter der Grenze. Wahrscheinlich eher außerhalb, weil sie haben ja, also sie sagen ja nicht irgendwie, wie kann es denn sein, dass hier Zylonen unterwegs sind, sondern sie haben ja nur ein Problem damit, dass sie entdeckt worden sind. Ja, aber dann sind sie wahrscheinlich schon auf Zylonengebiet, oder? Also die Zylonen dürfen da ja anscheinend rumfliegen. Genau. Oder die Dingens, Zone zwischen Nord- und Südkorea. Das große Minenfeld. Da kommst du ja auch nicht so einfach drüber. Ja, aber dann sind ja dann eigentlich eher schon in Zylonengebiet, nachdem was Flugzeug gesagt. Ja, das glaube ich auch. Ja, sind sie ja. Also auf jeden Fall nicht der. Neutral. Nee. Übrigens, Fun Fact: Adama hat auf den Szenen auf der Valkyrie Admiralsabzeichen an der Uniform. Echt? Das ist ja skandalös. Gell? Fehler. Ich kann diese Serie nicht mehr weitergucken. Das wird in jeder Quelle, so in der deutschen, in der englischen Wikipedia, überall steht es dabei. Vielleicht war er ja Admiral und ist dann degradiert worden, weil das genau, wegen gelaufen der Transaktion. Aha. Das kann sein. Nee, das ist wohl wirklich ein Filmfehler. Auf jeden Fall starten sie ja dann eine Schiff-zu-Schiff-Rakete. Mit dem Ziel, den Jäger zu zerstören, wie ihr schon gesagt habt. Und im letzten Moment sprengt sich Bulldog ja mit dem Schleudersitz aus dem Jäger und überlebt so den Treffer der Rakete. Genau, das ist das, was wirklich passiert ist. Das dunkle Geheimnis. Das erfährt man hier aber eigentlich noch gar nicht. Sondern hier erfährt, das geht ja immer so ein Stückchen so Zwiebeltaktik. Bisschen, ja, erfährt klar. Ja immer so ein bisschen mehr. Hier geht es ja jetzt erstmal nur darum, dass Tai genau weiß, dass es das, was da Sache ist. Und dass er ihm dann sagt, sag ihm die Wahrheit oder so. Ja, aber um diese Szene so in ihrer vollständigen Bedeutung zu lesen, finde ich, hilft das, wenn man das Hintergrundwissen schon hat. Ja, klar. Nur für die Dramaturgik wollte ich sagen, das erfährt man hier ja noch gar nicht an der Stelle. Nee, das stimmt. Genau. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Man fragt sich ja die ganze Zeit, was ist denn da passiert? Genau, weil der Tai sagt jetzt nur, ich weiß, was da los war und du weißt es auch, aber er weiß es nicht, sag's ihm. Und du hattest eben schon gesagt, Jan, glaube ich, dass Tai total immer noch, also sie sind ja im Streit auseinandergegangen in der vorletzten Folge. Bitchy ist. Genau. Und eigentlich ist Tai aber, glaube ich, ja auf sich selbst, mit sich selbst im Unrein, weil er ja Ellen getötet hat. Und er lässt das an Adama ja nur raus. Also die haben ja eigentlich gar kein Problem. Ja, der fühlt sich, glaube ich, auch ein bisschen im Stich gelassen von seinem Freund. Vielleicht, ja. Der braucht ja nur jemand, der ihn mal in den Arm nimmt. Ja, genau. Und dann komplimentiert er ihn auch wieder so raus mit den Worten, sag's ihm lieber. Aber er umarmt doch dann auch das Nachthemd. Also er hat ja jemanden, den er umarmt. Liegt ihr dann, ich weiß gar nicht, ist das da oder ist es dann danach, als Bulldog also bevor Bulldog reinkommt, ist das. Genau, dann liegt er mit dem Nachthemd von Ellen in den Händen im Bett. Ja. Kuschelt sich, wovon liege ich nach rechts? Um nochmal deutlich zu machen, was sein Thema ist. Ach so. Wenn man es nicht weiß. Und dann klopft nämlich Bulldog. Genau.
Dann erzählt er ihm dann gleich die Wahrheit. Er tut dann so als, oh, du weißt es nicht? Hat es dir etwa nicht erzählt? Das ist dann wirklich so ein bisschen arschlochmäßig, weil er hätte es ihm ja auch nicht sagen müssen. Er hätte ja auch warten können, bis Adama ihm das selbst sagt, wenn er ihm das schon rät. Ja gut, aber er ist halt wütend auf ihn und sieht da jetzt eine Gelegenheit, vielleicht auch, um Adama selbst gegenüber klarzumachen, stell dich mal nicht immer so moralisch dar, weil du bist auch nicht perfekt. Und wir haben alle schon schlimme Dinge getan, die wir irgendwie bereuen. Und du bist kein besserer Mensch als ich. Ja. Und dann stürmt Bulldog raus, nachdem er ihm gesagt hat, was wirklich passiert ist, nämlich, dass Adama ihn abgeschossen hat. Ja. Und dass er das gemacht hat, um sozusagen die Anwesenheit zu vertuschen. Was bringt das eigentlich? Weil die haben doch die Valkyrie eh gesehen. Ja, aber die das habe ich auch nicht verstanden. Ach, die war hinter der Linie. Ja, ja, ach stimmt, da ist ja auf dem Draedus ist ja diese Linie eingezeichnet. Und das andere war ja so ein Tarnschiff. Ja, und wenn die Überreste dieses Schiffes gefunden hätten, weil wir waren ja auf direktem Kurs dahin, genau. Dann hätten sie natürlich gesagt, aha, ihr habt die Linie übertreten. Ja, die haben uns die Kriech erklärt. Gerade die Folge da laufen gehabt, da steht, die Waffenstillstandslinie ist das. Mhm. Okay. Womit das ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es damit schlimmer gemacht hat, weil er hat ja erst eine Waffe über die Linie geschossen. Ja. Vorher war es ja nur ein Schiff. Ach, das hätte er auch schon ausgerufen. Ja gut, aber das ist ja jetzt eher, also wenn du ja, so im Weltraum da halt. Wegen gesehen. Wir haben unsere eigenen Leute abgeschossen. Kein Krieg, bitte. Ja, ich glaube, nachdem wir sie illegalerweise rübergeschickt haben. Alles ist gut. Genau, also das war ja ein Tarnschiff und das sollte ja niemand sehen natürlich, aber jetzt war das ja irgendwie in Trouble. Und das deswegen, war beschädigt und konnte nicht mehr zurück. Genau. Und es war aber wahrscheinlich ja noch getarnt. Und deswegen, ja klar, da ging es halt darum, Beweise zu finden. Genau, und deswegen hat er es dann weggeballert. Ja, ja, klar. Hat halt gehofft, dass die das gar nicht sehen, dass der darüber schießt. Und selbst wenn doch, dann gab es halt, Entschuldigung, es gab da eine Fehlfunktion, genau. in unserer Raketenabschussvorrichtung. Hat da Hilo wieder irgendwelche Stecker gezogen? Ist ja nichts passiert, zum Glück. Ja. Genau, ist ja niemand gestorben. Und dann beichtet er ja, glaube ich, auch als erstes Apollo gegenüber, was da passiert ist, oder? Richtig. Genau. Wo er sich noch viel mehr Gedanken drum macht, ist, dass er glaubt, dass durch diese Aktion überhaupt erst die Zylonen sich auf die Idee gekommen sind, die Menschheit anzugreifen. Genau. Ja, weil die Menschen den ersten Schuss abgefeuert haben. Ja. Und das, was sozusagen sein Ding ist, was er seitdem mit rumschleppt. Was ja auch richtig. Jetzt nicht ganz unplausibel ist. Mhm. Also auf den Gedanken kann man ja kommen. Und Apollo ist ja dann aber ganz, ganz schnell dabei. Nein, 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 also du kannst da sowieso nichts dafür, weil du hast ja Befehle ausgeführt und das ist alles nicht deine Schuld. Und das fand ich auch eine schöne Szene, wo er dann noch so sagt, du bist nur ein Mann und irgendwie sagt dann Adama so verzweifelt, nur manchmal reicht das schon. Genau. Ja. It only takes one. Genau. Ja. Stimmt ja auch. Gleichzeitig guckt sich dann Starbuck aber mal diese Übertragung oder diese Aufzeichnung von diesem Raumkampf nochmal an, bei dem die Raider den anderen Raider verfolgt haben. Und da kommt ihr jetzt komisch vor. Also sie hat scheinbar sonst nichts zu tun, aber sie macht das eher so zufällig. Aber da kommt ihr dann jetzt komisch vor, dass ihr bis jetzt nicht aufgefallen ist, dass die ja eigentlich den schon in vielen Gelegenheiten hätten abschießen können und das nicht gemacht haben. Also es sieht sehr gefaked aus, dass sie ihn eigentlich haben entkommen lassen und es nur so aussehen lassen haben, dass er fliehen kann. Ich finde, das spiegelt aber ihren Charakter auch sehr gut wider. Weil man hört ja am Anfang immer wieder, dass dieser Cat, ne, dann Schuss, Cat, jetzt schieß endlich und so weiter, weil Cat ja auch nicht geschossen hat. Aber Starbucks Charakter ist auch ein überhaupt nicht leichtgläubiger Charakter. Und dass sie das nochmal, okay, da kommt jetzt dieser Typ im Raider, sowas habe ich ja auch schon mal gemacht. Aber irgendwas, also ich glaube, das ist halt so ihr Gut-Feeling, also ihr Bauchgefühl ist, was sie so gesagt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und die schießen ja wirklich parallel zur Flugbahn des fliehenden Raiders. Was total
offensichtlich ist, jedenfalls auf den Videoaufnahmen, die sie dann durchgeht. Genau. Ja. Und damit rennt sie dann zu Tai tatsächlich, was gerade für Starbucks sehr außergewöhnlich ist. Ja, aber ich glaube, sie hat Angst, dass, dass für Adama ja die persönliche Verbindung da zu eng ist, zu Novacek, und der deshalb vielleicht trotzdem nicht die richtigen Schlüsse ziehen. Mhm. Aber ich habe es auch nicht ganz verstanden, weil es hätte ja auch viele andere Charakter gegeben. Jetzt Hilo oder Apollo. Nee, ich glaube, sie hat das genau richtig gemacht, zu dem zu gehen. Also, weil es gibt ja keinen, der so gut Einfluss nehmen kann auf Adama wie Tai, wenn er halt in der richtigen, in der richtigen Verfassung ist. Und er ist der Einzige, der die Situation auch kennt. Ja. Ja, das stimmt auch. Ja, ich habe es, weil ich habe es nicht so kapiert, warum, aber das macht alles Sinn. Und die waren sich ja auch in der letzten Zeit gar nicht so ungrün. Also die haben ja auch schon zusammen gesoffen, als Adama sie vom Stuhl gekippt hat. Mhm. Und vorher Leute exekutiert. Ja. Ja, und wieder gleichzeitig dazu, da überschlagen sich jetzt so ein bisschen die Ereignisse, kontaktiert jetzt Bulldog Adama, weil Bulldog jetzt wütend ist, nachdem er das von Tai natürlich gehört hat, und will ihn zur Rede stellen. Und zur Rede stellen. Ja, er sagt ja jetzt nicht, komm her, ich hau dir aufs Maul, sondern ich muss mit dir reden. Mit diesem seelenlosen Stab. Hat er etwa am Telefon gesagt, komm her, ich hau dir aufs Maul? Nein, hat er nicht gesagt. Doch. Und Adama hat dann gesagt, ich bin sofort da, kleinen Moment. Genau. Soll ich meinen Stab mitbringen? Nein, nein, habe ich schon hier. Nee. Der reicht für uns beide. Wie in früheren Zeiten. In der Offiziersmesse treffen sie sich dann, was ein sehr kleiner Raum ist, und da liegt auch der Tisch eh schon auf dem Boden. Also da sieht es nicht sehr aufgeräumt aus. Ja, fällt ihm auch nicht auf, wenn er reinkommt. Ja. Vielleicht will er es so haben wie in der Zylonenzelle. Ach so. Genau so bin ich es gewohnt. Er macht ja auf jeden Fall sein Liegestützenprogramm weiter. Ja. Das stimmt. Und dann greift er tatsächlich Adama mit diesem Stab direkt an und haut ihn um. Prügelt ihn auf den Boden. Und dann wird er selber auf den Boden geprügelt von von Tai. Tai saves the day. Genau. Im letzten Moment. Der alte Hund kann es doch noch. Aber ich fand es irgendwie, hat mich kaum noch an die Folge, eigentlich überhaupt nicht an die Folge erinnert. Und ich fand diesen Bulldog-Charakter so cool und hatte dann gehofft, bringt Tai ihn jetzt um. Aber tut er nicht. Ich fand eigentlich noch viel cooler, dass das ja alles nur ein Katalysator ist, dieser ganze Bulldog-Geschichte. Und es ja eigentlich um Tai und Adama geht, jetzt gerade in dieser Szene hier. Ja, ist er. Aber es ist, finde ich, ein sehr charismatischer Katalysator. Ja. Aber ich finde halt gerade diese Szene auch gut, weil Tai dann nochmal diese Rede da hält, sozusagen, während er Adama hilft, dass man, wenn man sich, ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagt, wenn man sich da in etwas verrennt oder so, und irgendwie ist das dann wie eine Flasche, die nie leer wird. Genau. Das ist ja natürlich wieder genau sein Ding, die Flasche, die nie leer wird. Und Adama fragte dann auch, was man tun muss, um diese Flasche wieder loszulassen. Ja. Ja, genau. Also da bauen die wieder so eine Art Beziehung auf an der Stelle. Das war auch das Einzige, was möglich war. Weil, also aus meiner Sicht muss halt irgendwas passieren, was sie beide verbindet, aber was vor der ganzen Caprica-Geschichte passiert ist. Mhm. Dass irgendein Schlag aus der Vergangenheit kommt, wo sie beide merken, wir müssen doch zusammenstehen. Oder auch erst merken, was sie eigentlich alles verbindet, was sich nicht so leicht zerschlagen lassen kann. Und das kam in Form einer Bulldogge. Ja, und dann einigen sie sich darauf, dass die Zylonen Bulldog haben gehen lassen. Ja, weil sie fragen ihn ja, wie bist du eigentlich da rausgekommen? Ja, die haben die Tür offen stehen lassen, aber den Rest habe ich ganz alleine geschafft. Was?
Moment, die haben die Tür offen stehen lassen. Das ist doch nicht wichtig. Ich bin alleine von diesem Fahrzeug herunter. In den bereits ausgehöhlten und schön vorgeheizten Raider rein. Durch die offene Hangarluke. Und bin nicht verfolgt worden. Ja, mach mir das erstmal nach. Das fand ich irgendwie aber ein Schwachpunkt ein bisschen an dem Plan. Weil warum... Die Zylonen müssen ja enorm gut taktieren, wenn das deren Ziel war, dass sie halt gewusst haben, dass es gerade auf der Galaktika nicht so gut läuft. Dass der ja gut, das müssen die XO ihm das so ein bisschen hinterrücks verklickert und auch nicht objektiv. Das muss man ja auch sagen, dass Tai das alles andere als objektiv ihm verklickert hat. Ja, aber ich finde, Tai muss doch in der Ausgangsplanung gar keine Rolle spielen, sondern... Wieso? Das reicht. Muss nur irgendeiner gesagt dem sagen, wie es wirklich war. Der Plan der Zylonen. Ja, darauf kannst du doch spekulieren, dass, wenn du die zusammenbringst, dass es... Oder du kannst zumindest darauf hoffen, dass das Thema irgendwie rauskommt. Vielleicht ja auch... Eben dieser Adama ist ja immer dieser ehrenvolle Typ und der wird dann bestimmt zu Bulldog irgendwann sagen, oh, es tut mir voll leid, das war alles mein Fehler, weil ich habe dich damals abgeschossen und das hätte alles gar nicht sein müssen. Ja, aber du kannst wirklich nur drauf hoffen. Und ja gut, aber was soll also was hast denn du zu verlieren? Gefangenen vielleicht ist der ja, noch. Ja, also, ein Gefangenen weißt, mit 3 Jahre alten Informationen. Nö, hätte ich das gemacht an deren Stelle... Du kannst ihn doch, die hätten den mit irgendeinem psychischen Codewort oder sowas einpflanzen können. Wenn Adama es irgendwie sagt, so say we all, dass er dann völlig abdreht und ihn zusammenschlägt. Ja, genau. Das gab es ja schon mal. Aber vielleicht ist der Plan ja relativ spontan jetzt auf die Beine gestellt worden, weiß ich nicht, weil diese Infektionsgeschichte gerade war oder weil irgendjemand jetzt halt gerade beschlossen hat, also du kennst ja die Hintergründe nicht. Vielleicht war es ein Zylonenmodell, das alleine beschlossen hat, ich muss hier jetzt irgendwas tun und versuchen ja, das doch einfach mal ja, zu. Ja klar, ich kenne die nicht, aber ich kann mir auch keine zusammenreimen, die mich befriedigen. Ja, also wenn das so eine relativ spontane Aktion war, die jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr Vorbereitungszeit hatte. Aber ich sage dann ja auch, Zylonen machen nichts ohne einen Grund. Also die müssten dann ja auch schon was jetzt nicht ad hoc gemacht haben, sondern so schätze ich, habe ich nie eingeschätzt, dass die so also völlig impulsiv handeln. Die machen auch impulsive Sachen. Impulsiv würde ich jetzt gar nicht sagen, aber... Es kann ja sein, dass er wirklich geflohen ist am Anfang und sie dann spontan entschieden haben, lass ihn mal gehen, vielleicht entwickelt sich was daraus. Wegen der, ja. Also habe ich auch schon dran gedacht, dass durch die wirkliche Krankheit die Zellentür halt offen war, weil die, keine Ahnung, bei der Nahrungsanlieferung plötzlich tot umgefallen ist oder so. Womöglich. Also das fand ich aber ein bisschen konstruiert an der Folge, aber ich habe es verziehen, weil ich den Charakter und seine Stimme im Englischen besonders gut finde. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch synchronisiert ist. Ich habe es auch auf Englisch gesehen. Da fehlt jetzt Mario. Ich glaube, er hat das immer auf Deutsch geguckt. Ja, aber jetzt ist erstmal so zwischen denen wieder alles gut und Adama verabschiedet ihn dann auch, weil er haut jetzt wieder ab. Ich hab mir aufgeschrieben, er fliegt zur Erde zurück. Ja, also bleibt er da. Also irgendwo. Weil die fliegen ja alle zur Erde. Ja. Ich habe verstanden, dass er irgendwo auf ein ziviles Schiff in der Flotte geht, ne? Ja, habe ich auch verstanden. Adama gibt ihm ja dann noch die Uniform mit. So nach dem Motto. Und Kottel noch den Rat. Einmal ein Pilot, immer ein Pilot. Lass es langsam angehen. Ja, und. Das ist alles sehr überraschend für dich. Ja, und dann nimmt er noch seine Medaille für 45 Jahre ehrenvolle Dienste entgegen und alle klatschen. Aber eigentlich will er ja zurücktreten. Erstmal. Das ist dann die Szene, die wir ja, eben schon gehört haben. Ja, aber das ist ja der Einspieler, den du am Anfang hattest, wo Roslin ihm sagt, das ist Teil deines Jobs, mach's für die anderen und hör auf, so viel rumzuheulen. Und sie sagt ihm ja nochmal, dass
sie der Meinung ist, dass das Quatsch ist, dass dieser eine Vorfall das ausgelöst hat, sondern dass alles, was sie in diesen 40 Jahren getan haben, ein Teil davon ist. Ja, jede sie sagt im Prinzip, es waren alle schuld. Jede positive und negative Entscheidung hat dazu geführt und nicht eine einzige. Ja, aber sie hat ja, und das ist ja das, was wir im Vorspann schon gehört haben, sagt ja auch, ob er immer daran gedacht hat, dass er eigentlich ausgespielt wurde. Ja. Das ist halt von der Admiralität. Plan der Admiralität war, um Krieg zu provozieren. Mhm. Genau. Und auch um ihm, also wen können wir dafür nehmen, weil er war ja nie der Vorzeigesoldat. Mhm. Ja, dann lassen wir doch den Adama das machen. Den können wir hier eh nicht gebrauchen. Dass er quasi dann auch als Sündenbock hingestellt wird. Ja. Was er dann ja auch wurde. Und der Einzige, der noch einen Kampfstern hat. Ja. dann kriegt er diesen Orden, genau. Und danach gibt es ja dann noch eine Szene mit Tai und also da kommt nämlich dann Tai zu ihm ins Zimmer. In seine Kabine. Und sagt aber gleich, nee, erstmal sagt Adama ja direkt so, bietet ihm eine Hand und sagt, ich brauche dich wieder im CIC, es ist nicht dasselbe, ohne dass du den anderen allen Angst machst. Ja. Und dann sagt er aber, ich will nicht, aber ein Drink wäre gut. Und dann fragt halt Adama noch, ob er über Ellen reden will. Genau. Und dann endet die Folge. Nein, wir haben was vergessen. Die ganze Zylonenhandlung. Den kompletten anderen Story. Genau, die müssen wir ungefähr genauso detailliert behandeln, glaube ich, wie beim letzten Mal. Ja. Der arme Balter. Balter ist ja jetzt hier gar nicht so richtig im Fokus, oder? Es geht ja um Xena. Genau. Xena und ihre Todesszene. Die auf ihrem Todestrip ist, weil sie die Wiederauferstehung so geil findet. Genau. Oder die Zeit, weiß nicht, die Zeit zwischendrin. Ja, weil immer wenn sie stirbt, dann sieht sie irgendwie, wie man sieht das Licht. Ich habe das Licht gesehen. Dann sieht sie da irgendwie so einen... Ja, irgendwie kommt sie da halt auf so einen geilen Trip durch das Sterben und Wiedergeboren werden. Und lässt sich zum Teil... erschießen von den eigenen Zenturien, dann irgendwie auch mal von Leuten der Menschen. Da ist sie ja dann vor so einer Tür, wo drauf steht End of Line. Ja gut, und das war ja ein Traum, oder? War das ein Traum? Das war ein Traum, ja. Das ist ein Traum. Ich dachte, das wäre eine Erinnerung gewesen. Boah, kann auch sein, aber Träume sind ja irgendwie nur Verarbeitung von Erinnerungen, ne? Aber da habe ich halt gedacht, weil ich mich so gar nicht mehr an die Folge erinnern kann, dass wirklich noch ein Modell von ihr gerade auf der Galaktika ist und dass Bulldog sie jetzt trifft irgendwie in den Gängen der Galaktika. Aber so wie die Szene endet, da steht sie ja dann vor dieser Tür und sagt zu den Soldaten noch, schießt. Also das ist schon klar ist das einfach wie ihr Unterbewusstsein ihre Todessehnsucht verarbeitet. Ja. Ich dachte erst nämlich, das wäre, wie sie damals, als sie die Reporterin war, von Bord gekommen ist. Aber das stimmt auch nicht, da hat man sie ja in einem Shuttle, glaube ich, gesehen. Ja, also das war schon. Ich glaube, da hat sie auch was anderes getragen, aber ich dachte halt nur, wo dann die Marines ankommen, die ersten zwei, dass ich, die eskortieren gerade den Bulldog und dann drehen sie sich und dann fängt er an, auch die zu verprügeln, aber dann war es der Traum. Ja. Ich konnte mich echt null an die Folge erinnern. Na gut. Ja, ach so, wir sollten vielleicht noch sagen, was sie sich erhofft, weil jedes Mal, wenn sie stirbt, oder ich weiß nicht, ob jedes Mal, aber zumindest jedes Mal, wo wir es sehen, landet sie ja kurz in so einer Art, wie so eine Art Kapelle, so ein Höhlenraum mit so einer Empore und da stehen dann eben so fünf Personen in weißen Roben und blicken auf sie runter und ich denke mal, dass das die Final Fives sind, also die fünf Zylonen-Modelle, die wir noch nicht kennen. Von denen wir aber vor zwei oder drei Folgen erfahren haben. Genau. Und sie will jetzt halt wissen, wer das ist und hofft quasi, dass sie durch jeden Tod diese Szene ein paar Sekunden länger laufen lassen kann, bis sie irgendwann zu dem Punkt kommt, wo sie erkennt, wer diese fünf Leute sind. Ich hätte nur gedacht, dass die Zylonen schon wissen, wer das ist. Nein. Nicht? Okay. Nein. Was
Ja, die wollen das doch genauso rausfinden. Also die ja, wollen das herausfinden. Das wäre ja schon sehr merkwürdig, wenn die einfach die ganze Zeit nur gerade nicht im Ach, warum habt ihr uns nicht einfach gefragt? Okay, ja. Aber da habe ich, weil sie steht da ja auch vor so einer Bühne mit so weißen Stoffbanderolen, Bändern, Laken, die runterhängen. Und das sind 6. Da war ich so verwirrt kurz. Dabei ist sie ja 3. Ach. Sie stand 2-mal da. Ach. Na gut, aber ich glaube auf Xena, das sage ich selbst schon, Xena Biers müssen wir jetzt nicht länger noch rumhacken. Ich würde aber gerne nochmal. Xena Lawless. Ja, ich würde gerne nochmal kurz über Bulldog sprechen, weil ihr nämlich in der Vorgeschichte, wo wir noch gar nicht aufgenommen hatten, noch schon über den geredet habt. Ja, brauchen wir das ja jetzt nicht mehr machen. Und ich euch dann aufgehalten habe, um zu sagen, jetzt müssen wir gleich machen. Erstmal, wer ist das denn? Das ist Carl Lampley und du hattest übrigens doch recht. Also den, ich kenne den aus Alias. Ja. Da, wo er, ich glaube, sogar über die ganze Serie auf jeden Fall eine ganze Weile mitgespielt hat. Der ist zwar in Minnesota geboren, aber seine Eltern sind Jamaikaner. Aha, sieht man also, das hat das doch recht. Wusste ich doch. Ich habe ihn irgendwo Bob fahren sehen. Hast du gerade gesagt, das sieht man an den Dreadlocks? Natürlich. Nein, ich habe tatsächlich gedacht, der wäre Australier. Aber ich habe mich dann in der Wikipedia auch kundgetan. Und wo hat er mitgespielt? In Command & Conquer 3. Kane's Wrath. Okay. Ich erwähne es immer wieder gern. Hat er einen der Nord-Bruderschaftler gespielt? Kann ich mich echt überhaupt nicht daran erinnern. Ich kann mich also nur an Kane erinnern. Ne? Zum dritten Spiel. Nicht in dem Hauptspiel, sondern im Add-on. Ja, okay. Und, was vielleicht noch viel wichtiger für uns alle ist, ist die Stimme vom Witch-Doktor aus Diablo 3. Aha. Ich auch nicht, aber ich habe es gerade gelesen. Ich habe das durchgespielt, aber ich kenne keinen Witch-Doktor. Ja, ist halt eine Klasse, die du spielen kannst. Ach so, ich dachte, das wäre ein Endgegner. Nee, das ist dieser Schamane da halt. Ja, okay. Genau. Na gut. Das war's. ihr habt euch eben noch drüber unterhalten, ob das denn jetzt schlimm oder gut oder schlecht ist, wenn da jetzt einfach so ein Charakter kommt und nachher wieder geht. Wollt ihr das nochmal tun? Können wir machen. Also, ich dachte, ich hatte gehofft, der kommt vielleicht nochmal wieder. Jetzt bin ich traurig. Ja, das hatte ich auch gehofft, aber da Tim gesagt hat, wir dürfen das spoilern, sage ich jetzt einfach, dass wir den nie wiedersehen und auch nie wieder irgendwas von diesem Mann hören werden. Oh. Und das mag ich tatsächlich nicht, wenn solche Charaktere aufgebaut werden und dann einfach im Nirgendwo verschwinden. Es kann natürlich ja, es immer sein, dass man auf jeden Fall eine verschenkte Chance. Dass man den Schauspieler nicht mehr bekommt, dass er keine Zeit hat, dass man nicht mehr weiß, was man mit dem machen soll, bla bla. Aber dann hätte man doch zumindest in irgendeinem Nebensatz erwähnen können, dass er auf irgendeinem Schiff war, das gerade explodiert ist, damit man weiß, dass er nicht mehr wiederkommt. Aber dass man ihn jetzt einfach schluckt und nie wieder erwähnt, dafür fand ich, war der Charakter auch zu interessant. Das stimmt. Und auch seine Geschichte. Ja, aus dem Grund finde ich es halt auch schade, weil da viel angelegt ist, mit dem man noch hätte arbeiten können. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie keine guten Ideen mehr hatten und dann lieber nichts statt was Schlechtes machen. Aber dann hätte man ihn doch zumindest noch mal in irgendeinem Nebensatz erwähnen können. Ja, natürlich, hätte man machen können. Ja, man hätte ihn auch einfach als Crewmitglied reinholen können. Ich meine, was hat denn Hotdog oder Cat noch für Sachen? Also ich nehme den 1000-mal über Hotdog. Aber Hotdog ist doch der Sohn von Adama. Also der Schauspieler, von dem Schauspieler. Ach. Hast nicht aufgepasst im Zylonensender? Digga, hast du nie aufgepasst? Mach ich nie. Das ist der Sohn von Edward James Olmos. Ja, das sieht man doch. Finde ich auch. Tatsächlich, ja, erkennt man das sofort. Die Gesichter sind quasi, ja, die kannst du übereinander legen. Also ich finde ja das auch ein bisschen schade, dass der nicht länger dabei ist, weil der, glaube ich, cool ist. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, weil ich ja glaube, dass der wirklich ich finde halt die Story insgesamt gut, weil es geht ja eigentlich gar nicht wirklich um den, sondern es geht ja tatsächlich um Adama und Tai. Und ich finde, das haben sie gut gemacht, den dafür zu benutzen. Das hat mich sowieso sehr an so eine, fast wie so eine Next-Generation-Folge erinnert.
wo irgendwie am Anfang so irgendjemand Fremdes an Bord kommt, der irgendwas auslöst, irgendeinen Konflikt provoziert und der muss dann gelöst werden. So eine Folge war das eigentlich. Weil am Anfang denkt man dann auch, das ist so eine Füllfolge. Finde ich zumindest. Mhm. Ja. Weil das so außer der Reihe ist. Aber ja, die entpuppt sich dann eigentlich so dahingehend, dass die gerade Adama sehr viel Tiefe gibt nochmal und auch diesen Konflikt eben mit Tai wieder löst oder zumindest verbessert. Also die bringt da schon die Handlung voran und das fand ich halt, ich fand das Drehbuch halt sehr gelungen hier an der Folge. Das war irgendwie, auch wenn es da jetzt so natürlich so ein paar Sachen gab, wie wie ist der da jetzt weggekommen? Klar, kann man sich fragen, aber so insgesamt hatte ich da jetzt nicht so ein Problem mit wie neulich, als wieso hat nicht Gator sofort zu Tai gesagt, ich war dein Informant. Hätte man die ganze Folge nicht gebraucht. Ich fand, das Drehbuch war hier sehr schön rund. Und das hatte halt so den Anreiz von so einer, ja, klassischen, wie so eine Next-Generation-Folge oder sowas. Deswegen finde ich es nicht so schlimm, dass der einfach, das ist halt einfach ein Gastdarsteller, den sie jetzt hierfür rangeholt haben. Ich glaube, die hatten nie Pläne mit dem. Schade ist es nur, weil der halt ein cooler Typ ist. Ja, genau. Deshalb sage ich ja auch, also schlimm finde ich es nicht, aber halt eine verschenkte Gelegenheit. Können wir das alles so unterschreiben? Weil ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst. Das ist eine wirklich runde Folge mit einem guten Drehbuch. Ich habe währenddessen nicht wirklich mal gedacht, boah, Downtime. Ich fand das wirklich, auch wie alle interagiert haben und wie die Handlung geflossen ist, obwohl jetzt nicht großartig irgendeine Schlacht oder so passiert ist, sehr gut. Ja, fand ich auch. Ich glaube, da können wir bei der Punktevergabe müssen wir nicht viel Unterschiedliches sagen. Dann können wir ja da fast jetzt schon hinkommen. Ja, dann los, Tim, du fängst an. Nee, ich bin der Letzte. Ach, sag ich ja. Tim, du bist der Letzte. Jan, du fängst an. Nö, Phil fängt an. Okay, Phil. Der war eben der Letzte. Letztes Mal. Letzte Woche. Ich glaube, das fällt keinem mehr auf. Also das wundert sich niemand mehr, wenn du eben sagst. Oh Mann. Ich fange mal mit dem Teil an, mit dem ich weniger anfangen konnte. Das war wieder die Handlung bei den Zylonen auf dem Basisstern. Hat der zum Glück zeitmäßig nicht so viel eingenommen, aber finde ich bisher auch nur mäßig interessant. Also ich weiß nicht, was man da groß rausziehen soll, außer dass die irgendwie auch so einer nach dem anderen irgendwie so ihren Grip verlieren. Ja, ich kann das nicht so richtig fassen, aber sonderlich interessant fand ich das nicht. Die Geschichte um Bulldog rum gibt's, da gibt's einfach wenig zu kritisieren. Ich finde, die haben den Charakter gut angelegt, haben sich einen Typen gesucht, der das sehr, sehr gut verkörpern konnte. Was mir beim Schauen gar nicht so klar war, aber da hat Tim natürlich völlig recht, dass das viel zentralere Thema das Kitten der Verbindung zwischen Adama und Tai ist. Und das macht es natürlich alles auf einer anderen Ebene nochmal viel, viel bedeutsamer. Weil die Freundschaft zwischen den beiden ja so ein ganz zentrales Element ist in dieser Serie, finde ich. Und das schön zu sehen ist, dass die beiden wieder zusammenfinden und dass sie es endlich geschafft haben, wie jetzt am Ende der Folge, dass Tai insofern die Hand ausstreckt, dass er einfach wieder, abgesehen davon, dass er damals das Leben rettet, dass er zu ihm in die Kajüte kommt und Adama sagt, hier, lass uns mal irgendwie über Ellen reden, weil das muss ja ein ziemliches, muss ein scheiß Gefühl sein, seine Frau umzubringen. Und dass sie da dann einfach zusammensitzen und irgendwie sich
Ja, und wieder zusammenfinden. Ich hänge jetzt gerade noch ein bisschen an der Bewertung, weil ich die Folge jetzt eben rückblickend durch das, wie wir drüber gesprochen haben, tatsächlich besser fand, als während ich sie gesehen habe. Was ich relativ uninteressant fand, war die Unterhaltung, ob Adama jetzt schuld ist am Krieg oder nicht, weil ich den Gedanken ein bisschen, also ich finde es ein bisschen, ja, ist ein bisschen größenwahnsinnig. Also da, ich finde, da lädt er sich zu viel Verantwortung auf. Ich würde auch sagen, das bringt in die Folge zu viel Größe rein. Weißt du, dass es zufälligerweise er noch ist, der dafür verantwortlich sein soll. Ja, aber ich geb der Folge 8 Punkte. Mhm. Jan? 8 Punkte. Wir haben das eigentlich alles schon gesagt. Das ist eine sehr runde Folge. Die hat ihre Schwächen, aber die gehen völlig unter in dem stetigen Fluss einer guten Handlung. Ben? 8 Punkte, was die anderen sagen. Das Einzige, was mich an der Folge, nicht an der Folge, aber an dem Handlungsstrang gestört hat, ist halt, dass dieser Charakter nicht mehr vorkommt, aber das kann ich dieser Folge nicht anlasten, die kann ja auch nichts dafür, für das, was noch kommen wird oder eben nicht kommen wird, und deswegen gebe ich auch 8 Punkte. Okay. Ich gebe keine 8 Punkte, mir war gestern schon völlig klar, was ich geben werde, das ist für mich nämlich eine der 10 Folgen, wenn man nur 10 Folgen Battlestar Galactica guckt, die man gucken sollte. Deswegen gebe ich dir 10 Punkte. Das hat sie vielleicht nicht unbedingt verdient, weil Zylonenhandlung sehe ich genauso wie Phil. Ich weiß jetzt nicht, also ich sehe es jetzt gar nicht so, dass die unnötig ist, sondern man weiß jetzt noch nicht, dass die nötig ist oder dass sie sinnvoll ist. Aber da wird ja auch noch in der Zukunft drauf aufgebaut. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht als Zuschauer. Das ist halt so ein Einstieg in eine bestimmte Richtung. Aber ja, die war ja jetzt auch nicht sehr lang. Also die ist bestimmt nicht perfekt, aber mein Ansatz ist ja tatsächlich, diese Folgen, von denen ich sage, diese Folgen sollte man gesehen haben, mit 10 Punkten zu geben. Und da finde ich, gehört die dazu, weil die eben eine sehr schöne Adama-Folge ist und auch Tai-Folge ist. Deswegen gebe ich 10. Kann ich noch auf 9 acten? Jan bietet 9. Wenn du es begründen kannst. Ich glaube, Tim hat dir deine Wertung schon in die Steintafel eingeschlagen. Das geht jetzt. Na, ich finde deine Begründung halt, also ich habe sie jetzt nochmal in der Relation zu den restlichen Folgen nicht gesehen. Nicht nur, wie sie mir gefällt, sondern auch in der Relation. Und da würde ich sagen, gehört sie wirklich zu den herausstechenderen Besseren. Genau wie Black Market zu den herausstechenderen Schlechteren gehört. Na gut, nehmen wir den mit. Okay. Aber nur ausnahmsweise. Genau. Okay, letzte Worte. Das ist einfach. Ich habe vorhin aufgepasst und Jan hat was Tolles gesagt. Charismatischer Katalysator. Oh. Oh. Jan? Ach, stimmt, ich war nach Phil, ne? Die Tür war offen. Du Arsch. Tuch über dem Käfig. Und ich sage schnöde Black Ops. Schnöde Black Ops. Nein, schnöde gehört Black nicht Box. Zu dem letzten Wort. Ach so. Ich wollte damit nur sagen, dass mir nichts Besseres eingefallen ist. Ah, schnöde Black Ops. Vielleicht wird das der Folgentitel. Diese blöden Black Ops. Schnöde Black Ops. Das macht man heutzutage doch am Wochenende. Das ist voll öde. Ich glaube, macht's gut und wir hören uns vielleicht bald wieder. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Wisst ihr, was die nächste Folge ist? Ja. Ja. Der Boxkampf. Der Boxkampf. Endlich.
Witzigerweise heißt die, glaube ich, auf Englisch ganz ähnlich wie einen Titel, der auch zu dieser Folge hier passen könnte. Der heißt doch irgendwas mit Unfinished Business. Ja, genau. Das hätte nämlich auch zu der Folge hier passen können. Ja. Ah, wir haben überhaupt nicht angekündigt, dass wir beim Pottwichtel mitmachen. Das können wir ja jetzt machen. Wir machen übrigens beim Pottwichtel mit. Der Tim macht übrigens beim Pottwichtel mit. Am Ende wird diese Folge erst ausgestrahlt nach der Folge. Das kann gut sein, ja. Wir haben nämlich noch drei vorher. Wow. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das reicht uns ja ganz lange. Ja. Ja. Nie wieder aufnehmen. Ja. Geil. Ja. Was heißt okay. Das? Das bis wann, wann kriegt man die Entscheidung raus? Ich glaube am 15. Was steht denn? Das müsste auf der Seite stehen. Teilnehmer. Da steht irgendwo so, wie geht's oder so. Wie geht das? Geht das? Gar nicht. Da, ich finde keinen. Ah, hier. Da steht aber nichts. 24. Dezember. Das war ziemlich klar. Dann hast du 4 Wochen Zeit, dich in den Geistkreis reinzuhören. Aber hier steht. Naja, gut, 4 Wochen. Dann halt 4 Wochen. Da, Zeitplan. Also. Mitmachen, Zeitplan. Da stehen die Daten. Ha. Zahlen. Anmeldeschluss war der 5.11. Gut, das haben wir Auslosung. Ja schon gelesen. 5. bis 14. Ja. 14. Ja. Also haben sie auch ein bisschen Zeit. 15. bis 14. Nee, 5. bis 14. 15. bis 14. Und wir haben dann Zeit bis zum 15. Was? Ja, ein Monat. Ja, bis zum 14.12. Nee, bis zum 15. Ah, okay. Ach doch, bis zum 14. 15.11. bis 14.12. Ja. Ja, da wollen wir ja dann nicht schon wieder zu spät dran sein. Waren wir zu spät dran? Ach nee, du meinst jetzt wie bei der Anmeldung. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Ja, ich glaube, beim Einreichen wäre das echt doof. Ja, da waren wir beim letzten Mal ja schon im November, habe ich es, glaube ich, schon eingereicht. Am 27. hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, aufgenommen. Müssen wir mal gucken. Wir vorbildlich gewesen letztes Jahr. Wir können ja mal gucken, wann wir Zeit haben. Wir haben ja jetzt... Gar nicht. Du wolltest doch. Fick dich. Ich wollte den Babylon 5 Podcast, wenn ich den nicht bekomme, will ich gar nichts mehr. Hätte ich ja reinschreiben können. Also nur wenn wir... dann ausschließen. Ich will den nicht und den nicht und den nicht, den will ich nur, wenn ich betrunken bin. Oh, das wäre auch geil, wenn wir uns einmal abschießen vorher und dann aufnehmen. Das mache ich immer. Einmal. Nein, ich meine tatsächlich so, dass die Leute es auch mitbekommen. Ach so. Das haben wir das nicht beim Proto-Podcast auch gemacht? Da haben wir doch Getränke weiß zumindest. Auf jeden Fall. Wir haben zumindest wir einiges geleert. Ja. Ja, Also je nachdem, wie lange der wird und was wir bekommen, wäre mir da tatsächlich unter der Woche nicht ganz so lieb. Nee. Da würde ich vielleicht sogar eher mal wieder einen Sonntag vorschlagen, oder? Auf jeden Fall, also auf jeden Fall ein Wochenende. Oder Samstagabend halt so wie normal, ja. Hm. Ja, genau. Nicht unter der Woche. Nee. Da müssten wir ja schon um 4 anfangen. Also dann würde ich doch einfach sagen, nehmen wir den 24. Ach nee, geht das? Nee. Ach so. Naja, je nachdem. Ich kann jetzt halt auch schlecht einschätzen, wie viel Vorbereitung. Ja, ist. Ja. Ja, stimmt. Genau, kommt aufs Thema an. Aber es geht, ist ja auch egal. Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Wir können ja jetzt einfach mal den 24. planen. Kann da denn jemand? Moment. Ja. Das könnte noch klappen. Ja, ich fliege halt am 25. bis zum 27. nach Zürich. Ja. Aber das 24. glaube ich, ginge noch. Aber es kommt bei mir auch an, wie lange es halt ist. Wäre es denn dann besser, es ein bisschen früher zu machen? Meinst du vom Tag her? Ja. Also von der Uhrzeit her. Ja, das auf jeden Fall. Nicht 22 Uhr. Dann halten wir mal den 24. fest. Wenn wir uns alle schon einig sind, wette ich, dass ja der Mario dann nicht kann. Einer kann ja immer nicht und das ist immer der Letzte. Weil sonst würde man den Tag wie nicht letztes nehmen. Jahr, da konnte, da war er doch auch nicht mit dabei. Richtig. Aber das, er wollte ich ja gerne. Ich kann aber aller frühestens, wenn alles gut läuft, 17 Uhr. Ach so, ja, dann sagen wir halt wieder 18 Uhr. Oder? Ja, selbst wenn wir dann, weiß ja nicht, 3,5 oder 4 Stunden machen, das ist immer noch erst. Ich glaube nicht, dass es einen Podcast gibt, der länger ist als Proton. Ich glaube, die anderen sind alle so eine Stunde wie unsere. Ja, sagst du. Das sagst du nur, damit wir dich jetzt nicht köpfen.
die Protoner, die sind bestimmt bei allen anderen ganz beliebt. Die gucken, oh Gott. Deshalb machen die ja auch nur 4 Folgen im Jahr. Ja, genau. Ja. Ah, die machen nur 4 Folgen im Jahr. Also zumindest nicht regelmäßig. Ja, ungefähr halt alle paar Monate irgendwie. Da hat auch neulich nochmal einer zu unserem was kommentiert im Sommer. Ui. Hat sie nochmal gehört, ever. Hat er, glaube ich, geschrieben. Geil. Ja, also dann schreibe ich gleich mal den 24. 18 Uhr in die Liste. Okay. Und dann gucken wir erstmal, was wir kriegen. Und dann sagen wir, nö, kein Bock. Du Hund. Also, meine Freunde. Schlaf schön. Gute genau. Nacht. Denk bye, an bye. Den Boxkampf, der dir bevorsteht. Genau. Ja, okay. Montagmittag auf dem Schulhof, Ben. Oh ja. Hinter der Schule, bei den Tischtennisplatten. Wo ist denn der Schulhof hinter der Schule? Also bei uns war der hinter der Schule? Glaube ich, bei fast jeder Schule. Bei meiner Grundschule war er vor der Schule. Hinter der Schule war ein Abhang. Hinter der Schule war ein Abhang. Vor der Schule und an der Straße. Deswegen waren immer Plätze frei. Wo hast denn du studiert? Bei dem Titty-Twister? Der schlechteste des Jahres ist immer den Abhang runtergebrochen. Ja. Ich habe mir tatsächlich einen Arm gebrochen, als ich den Abhang runtergefallen bin in der Schule. Den Abhang. Ich wette, es ist so 2 Meter hoher Hügel. Es war wirklich total dumm. Früher ist immer alles größer. Ich bin letztens nochmal an meiner Kurzschule vorbeigefahren. Es war ein total kleiner Hang. Es waren 3 Treppenstufen, glaube ich. Und ich bin nicht die Treppe runtergegangen, sondern neben der Treppe die Wiese. Und die war rutschig. Nein. Doch. Und dabei habe ich mir den Arm gebrochen. Ich bin als Kind von Garagendächern in Mülltonnen gesprungen und so ein Scheiß. So 5 Minuten lang nur runterfahren. Zu Hause. Aber den Arm habe ich mir gebrochen, während ich scheiße 3 Stufen leicht umgeknickt bin. Ich bin in den Mülltonnen reingesteckt und du sagst jetzt, ich bin in den Mülltonnen. Nein, wir haben total voll, doch ruhig zu. Wir haben total voll den Scheiß gemacht. Wir sind auch irgendwelche Bäume runtergesprungen im Wald mit irgendwelchen Schaukeln und was weiß ich alles. Und da ist nie irgendwas passiert. Mit Schaukeln von Bäumen runtergesprungen? Ja, so, wir hatten da so. Auf die Schaukel. Wir hatten da so ein Stahlseil am Baum hängen und da sind wir über so einen Hang geschaukelt. Wenn wir da runtergefallen wären, wären wir gleich tot gewesen. Aber das war damals so egal. Und da ist nie irgendwas passiert. Damals gab es ja auch noch eine höhere Geburtenrate. Und dann 3 Stufen umgeknickt, zack, Arm gebrochen. Dann wusstest du, ich will Informatiker werden. Dann wusste ich brauche einen Stuntman. Ja, wie ich, in Köln am Bahnhof. Ja, genau. Aber ich hab mir auch schon gedacht, das bist nicht du, weil der sah dir zwar ähnlich, aber hatte keine Baseballkappe auf. Und ich habe dich ja noch nie ohne Baseballkappe. Auch nicht mehr. Nee? Die 4 Haare, die ich noch trage, trage ich offen. Ach so. Wie Homer Simpson. Meine Haare, oh Gott, meine Haare. Wo war das noch, wo die ihm abgeschnitten werden? Wusstet ihr, dass das die Initialen von Matt Groening sind? Ja. Die Haare, ja. Echt? Wusste ich. Das wusstest du. Das sind die Buchstaben. Hm. Nee, ich glaube, die Haare und die Ohren zusammen. Die Ohren sind, glaube ich, das G und die Haare das M. Oder umgekehrt. Das wusste ich nämlich nicht bis vor kurzem. Aha. Aber wenn ihr das wusstet. So, jetzt aber. Gute Nacht, Jan. Tschüss. Ciao, ciao. Bist du immer noch da? Entschuldigung, ja, ich wollte nochmal sagen, leg doch schon mal das Dokument an. Dass schon jemand angefragt hatte, wegen Leftovers, habe ich gesagt, oder? Ja, habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. Was angefragt? Na, wann die 3. Folge kommt. Ach so, ich dachte, ob er mitmachen darf. Nee, das nicht. Aber das hören gar nicht so viele Leute. Genau wie die Serie, die viele gucken. Die Serie guckt ja auch keiner, was wirklich schade ist. Ja. Aber zumindest sind wir ein Unikat. Ich habe noch keinen The Leftovers Podcast gesehen. Dann könntest du ja den auch noch beim Wichteln anmelden und dann dürft ihr 2 Wichtel-Podcasts machen. Würde sich der Phil so darüber freuen, das glaubst du gar nicht. Dann hätte er aber kein Problem mit dem Thema. Da bin ich dann krank. Ach so. Glaube ich auch, ja. Ach so, ich dachte, du meinst, dass wir dann Zylonsender und Impulssender gegenseitig bewichteln. Ja. Oh, neuer Iron Sky Trailer, habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ich direkt mal draufklicken. Iron, es heißt Iron. Iron Sky. Iron Sky. Iron. 16. Januar? What? Wusste gar nicht, dass der schon so schnell kommt. Diesmal mit Donald Trump anstatt Sarah Palin.
Nee, ich glaube, sie ist wieder dabei. Ah, okay. Aber Jesus ist dabei. Oh. Also, Obi-Wan. Nee, Jesus. Ah, Jesus. Glaub mir nicht meinen Text. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch, dass wir den grauen Rat kriegen. Warum? Findest du? Weil ein 53. ist schon recht hoch. Nee, ein 52. Ich muss uns ja abziehen. Ha! Oh, dann wird es ja immer besser. Das ist ja quasi 100%. Nein, ein 51., weil ich den Proton ja ausgeschlossen habe. Auch noch. Oh. Also das ist sozusagen sicher. Sicher. Ich wollte gerade sagen, wenn du es noch ein paar Mal machst, das dann über 100%. Ist dann ja eine 2%ige Chance fast. Na, siehst du. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und Discovery Panel wäre ähnlich okay. Das geht über Star Trek. Mhm. Oh ja, da kannst du dich richtig ausleben. Ich bin immer noch für den Dune-Pass. Mich macht das total fertig, dass die auf dieser Seite, dass das nicht bündig ist rechts, wo die ganzen Du bist zwanghaft. Nein, die sind einfach sloppy, das geht doch nicht. Zwanghaft bündig. Das ist aber oft bündig, aber manchmal ja, oft, nicht. Aber manchmal nicht. Chaos German Style. Kennst du Chaos German Style? Ja, wirklich, mit dem Büroklein. Kennst du nicht Chaos German Style im Moment? Nein. Das zeige ich dir. Man sieht auch genau, wo der Fehler ist. Bei One App a Day. Ja, das ist nur einmal, gell? Sonst ist bündig. Ja. Ist zu klein. Jetzt muss ich nur noch Slack finden. Zählt das noch zur Sendung? Ja. Ja. Was für ein Durcheinander. Ich habe die ganze Zeit hier so einen Untersetzer. Wo ich eine Tasse normal draufstehen habe und die liegt da, wo normalerweise mein Trackpad ist und jetzt schiebe ich die ganze Zeit mit meinem Finger auf dem Untersetzer rum und wundere mich, dass sich die Maus nicht bewegt. Das ist Chaos. Was gibt's Neues an Spielen? Battlefield 5 kommt nächste Woche raus. Das kann man ja nicht spielen, Woche. Da spielen doch Frauen mit. Habe ich gehört. Das ist ja unrealistisch. Ich habe mir schon festgelegt, mein komplettes Squad wird nur aus Frauen mit bunten Haaren bestehen. Einfach nur, um die Leute zu trollen. Das werde ich machen. Alle meine Soldaten werden weiblich sein und alle werden bunte Haare haben. Ich habe mir ja Battlefield 1, glaube ich, gekauft, als das im Angebot war. Und ich glaube, ich werde mir Battlefield 5 auch nur kaufen, wenn das mal im Angebot ist. Weil das hat halt wenig Singleplayer wahrscheinlich wieder. Es hat wieder diese War-Stories, also diese in sich abgeschlossenen Minikampagnen. Die waren ja gut bei Battlefield 1. Die fand ich auch gut im ersten. Gerade die mit dem Panzer, die war super. Aber die, nach hinten wurden sie auch immer schlechter. Ich hatte sie ja am Anfang. Hä? Tank. Tank. Tank, ja, genau. Die Tank-Crew. Oh. Und da hatte ich ja auch Phil schon empfohlen, dass das gut ist. Und dann wurden die aber immer schlechter, fand ich. Hinterher hatte man auch diesen komischen italienischen Super-Elite-Soldaten da mit dieser Riesenpanzerung. Mit dieser Rüstung. Ja, genau, das war ein bisschen doof dann. Aber auch egal. Ja, ich habe keine Ahnung, was es so an neuen Spielen gibt. Das war ja noch realistisch, aber jetzt sind Frauen dabei. Genau. Das war so ein italienischer Supersoldat, der 100 Millionen Schuss Munition eingesteckt hat. Ja, der hatte so eine Ritterrüstung an, so eine komplette Plattenpanzerrüstung mit Helm. Ja. Und die, keine Ahnung, 1000 Kilo gewogen haben muss. Genau, und so ist man dann immer den Berg hochgerannt. Rupp, rupp, rupp. Was wolltest du sagen, Phil? Dass ich keine Ahnung habe, wie es mit neuen Spielen so aussieht. So. Du spielst eh immer Call of Duty, Quatsch. Nein, ich spiele gerade Life is Strange. Ah, das habe ich gesehen. Ah, ist das jetzt der zweite Teil oder das Update? Nee, der zwischen Teil 1 und 2. Ach, Before the Storm. Ja, genau. Ist das, lohnt sich das? Auch wenn du, hast du den ersten gespielt? Der erste war super. Dann wirst du den auch mögen. Aber es war auch dann irgendwie abgeschlossen. Ja, das spielt vorher. Das spielt ein bisschen vorher und da geht es um diese, um Chloe, falls der Name noch was ist. Ja, die blaue Panther. Mit den blauen Haaren. Ja, genau. Und es geht effektiv um dieses Mädchen, das du im ersten Teil gefunden hast, wo du die Leiche ausgegraben hast. Mhm. Die ganze Zeit gesucht wurde, wo diese Plakate aufgehängt wurden. Ja. Und da geht es halt darum, wie die beiden sich kennengelernt haben und dass sie dann halt irgendwann verschwunden sind. Und ich bin jetzt irgendwo mitten in Episode 2 und also ja, wenn dir der erste Teil gefallen hat, dann wird dir das auch gefallen. Ich
finde das. Ist halt nur nicht mehr so ein Magiequatsch dabei, also kein. Ja, das Zeitfeature ist komplett weg. Also es geht da jetzt wirklich nur noch um Teenie-Kram. Auch keine Twin Peaks-Referenzen mehr. Keine Ahnung. Da bin ich auch noch nicht der Richtige für. Weiß auch noch nicht. Im ersten Teil waren ständig Twin Peaks-Referenzen. Ah. Ja, der erste Teil war auch echt was Besonderes. Ich finde es aber überhaupt nicht schlimm. Also es ist halt einfach vom spielerischen Aspekt her ist es noch reduzierter, weil eben dieses Zeit zurückspulen und irgendwelche Dinge anders machen, das fällt halt völlig weg. Ach so, weil die Magie-Quatsch weg ist. Genau. Ja. Okay. Also die schlimmsten Rätsel, so die du jetzt hast, sind halt, geh wirklich den Raum komplett ab, ob du alle Objekte gefunden hast. Ja. Und mal mit deinem Edding Bilder an die Wand. Ja, genau. Das Fotografieren wurde jetzt ersetzt durch überall malen. Irgendwo schmutzige durch Dinge. Durch Malen, genau. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Ja, wenn du es günstig bekommst. Also wenn dir der erste Teil Spaß gemacht hat, die Story ist immer noch geil. Und die Erzählweise finde ich auch toll. Es kommt ja, das gibt es ja ständig. Günstig, das kostet ja eh nichts. Ich sehe gerade, ja, genau. Ach so, nein, das ist nur eine Episode. Okay. Ja, aber hat euch einer dieses Thronebreaker gespielt? Nee. Witcher Tales? Nein. Ich habe jedes Mal bei Steam angeboten. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir das mal... Ja, ich habe auch schon überlegt, aber habe mich davon abschrecken lassen, dass ich mich in der Welt nicht gut genug auskenne. Willst du die Witcher-Bücher als Hörspiel haben, die ersten zwei? Ich habe die Bücher gelesen. Ja, die sind sehr gut. Ich habe die auch gelesen. Ja, also eine Sicherheitskopie würde ich für dich aufbewahren. Da muss ich mal eine Sicherheitskopie anlegen. Ich habe das mir einmal als E-Book gekauft, einmal als normales Buch und dann habe ich mir nochmal als Hörbuch gekauft. Okay. Also ich finde die sehr gut, die Bücher. Ja, sind die auch. Aber ich hätte sie jetzt vielleicht nicht in zwei verschiedenen Fassungen gelesen. Ja, das lag aber auch daran, dass ich das normale Buch jemandem verschenkt hatte dann. Und dann wollte ich es nochmal haben. Ja gut, okay, das passt. Ja, muss ich mal eine Sicherheitskopie machen. Und ich habe ja jetzt auch noch mal ein bisschen Age of Empires 2 gespielt. Das macht eigentlich auch Spaß. Das macht auch nach wie vor immer noch Spaß. Ich merke, dass ich langsamer werde, weil das Spiel bleibt ja gleich von der Geschwindigkeit. Nee, das Spiel wird immer schneller. Dann können wir das ja mal spielen, wenn du mal wieder Zeit hast. Oh, können wir machen. Du meinst nach unserer Civilization-Runde? Genau, auf die wollte ich auch gerade spielen. Nee, vorher bitte. Vorher bitte. Die Sache ist ja die, so eine Runde Age of Empires hat man schneller mal gespielt als eine Civilization-Runde. Aber wir können gerne eine Civilization-Runde spielen. Ich weiß, du hast keinen Civ 6. Ich immer noch nicht, das haben wir schon so lange davon geredet. Gescrollt und ey, wenn wir diesen Eurovision Song Contest Podcast kriegen, dann schlag ich euch. Mein Gott, es gibt ein Eurovision Song. Ja, nein. Ich habe eigentlich viel mehr Angst, dass wir einen Fußball-Podcast kriegen. Ich glaub, dann damit komme ich zurecht. Ja, gut. Damit habe ich auch kein Problem. Ich bin Dune 2000 Podcast. Über Fußball kann man das also machen. Wir sind tatsächlich angemeldet, oder was? Ja, ich habe doch gesagt, Mortimer, wir sind wieder da. Wo ist denn die Liste davon? Ach, da hast du, was ist das, Teilnehmer? Hör mal. Weil ihr alle so betroffen wart, habe ich gedacht, frage ich nochmal nach. So viel Tech-Zeugs. Bretterwisser. Oh nein, Proton ist wieder dabei. Aber ich habe reingeschrieben. Wenn ihr nochmal kriegen, wird es einfach. Man konnte eintragen, ob man Wünsche hat, wo man nicht, wen man nicht will. Da habe ich gesagt, Proton, weil hatten wir ja letztes Jahr erst. Also das wird wahrscheinlich. Erwin Rode, ein Fan-Podcast. Und ich glaube, Proton war mit Sicherheit auch der längste von allen, die es hier gibt. Duopreneur, Paare im Online-Business, bitte lass uns den bekommen. Good Game to Go, da können wir bestimmt über Dune reden. Drei Fragezeichen-Podcast, wie geil. Ja. Oh, der Zylonensender. Ja, der ist super, der Zylonensender. Die Werder-Raute. Der hat auch das schönste Icon. Ich sehe uns gar nicht. Ach doch, da, Zylonensender. Ja. Also, neben der Zeitspeise, was ist denn die Zeitspeise? Ich find den Titel von Sie reden gut und dann das Geschichte von Sie geht leben. Durch den Magen. Das ist mein Podcast. Darüber können wir gerne reden. Sie reden. Oben über uns, ein Stückchen weiter. Ah, Hitler. Was? Nein, neben der graue Rat. Rechts neben der graue Rat ist Sie reden. Oh, und das ist doch eine Anspielung auf Sie leben, oder? Da ist doch unten dieses Bild, wo der so einen Alien-Kopf hat. Ja. Das ist mal ein guter Titel.
kein Cast im Namen, Anspielung, fast wieder zu lohnen Sender. Der Schwätzercast. Das würde aber auch gut zu uns passen. Ja, da ist ja Cast im Namen, das geht nicht. Und bei Castaway? Lebenskünstler mit Y. Castaway. Der graue Rat. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Pech. Der graue Rat hier, Babylon 5, okay. Tech-Podcast. Ja, das würde ich feiern, wenn wir den bekommen. Ja, das wäre super. One App a Day, da geht's doch auch um so. Ach so. Zeug. Hier, erstmal Kaffee, das ist mein Podcast, morgens im Büro. Ja, One App a Day, den kann ich allein machen. Ja, das wird ja auch. Was, das Leben eines Aushilfs-Jedis? Klingt auch witzig. Aber ich würde auch gerne den grauen Rat haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering. Wir könnten auch noch den Discovery-Panel bekommen. Apfeltalk-Editors. Da bin ich raus. Bei Discovery. Hörst du mich? Das sind alles Sachen, die möchte ich nicht machen. Innerlich Elvis ist ja auch gut. Der Podcast für junge Bands, die ihr Musikbusiness selbst in die Hand nehmen wollen. Ich bin nicht mehr in einer Band, aber ich war mal in einer. Der deutsche Dragon Ball Podcast. Da bin ich raus. Sind wir, glaube ich, alle raus. Bin ich auch raus. Null Berührungspunkte. Ich hab das der Good Game to Go, den müssen wir kriegen. Da kann man einfach über ein Spiel reden. Einen ganzen Podcast über ein Spiel. Da bin ich für Dune 2000, wenn das noch nicht da ist. Ja, wir werden schon Kranz, ein Klatsch- und Tratsch-Podcast über all die Neuigkeiten aus der Welt der Schönen und Reichen. Das ist auch genau das Richtige für uns. Wir werden schon irgendwas kriegen, was total schlimm ist, aber das ist ja das Witzige dabei. Ja, aber dann werden wir nie mehr mit dir reden, das ist dir schon klar. Wieso denn was ganz Schlimmes? Da gibt es doch voll gute Sachen. Ja, also, die beiden sind doch die ganze Zeit sich am Beschweren. Bevor überhaupt was passiert. Mich halt gerne. Verstehe ich nicht. Also, hier Glotzcast, da können wir auch sowas von mitreden. Sag ich doch. Klotzcast ist der etwas andere Film-Podcast. Das ist doch perfekt. Ja. Von Frankster, Keoma. Reden wir über einen Weihnachtsfilm? Nein, wir reden über Dune von David Lynch. Mit David Lynch haben wir es. Ich finde Weihnachtsfilme super. Kevin allein zu Hause. Ja, oder? Und jetzt auch gut, ja. Ich wollte schon immer mal Das Leben ist schöner, wie der heißt. Oh, die Die Hard-Reihe. Mein Gott, stimmt. Das Leben ist schön, das ist jetzt aber auch nicht gute Laune. Du meinst was anderes, du meinst das mit dem KZ, ich meine aber den Weihnachtsfilm mit James Stewart. Isn't Life Beautiful heißt der auf Englisch. Das Leben ist schön ist halt keine Frage. Das ist so der klassische, das ist irgendwie einer der besten Filme angeblich. Der ist irgendwie auf Platz 3 oder so von allen Filmen. Ich habe den noch nie gesehen. Bei welcher? Von diesen Listen, bei denen Citizen Kane immer auf Platz 1. Nein, das ist nicht mehr auf Platz 1. Vertigo ist schon seit 2012 auf Platz 1. Oh. Aber auf welcher Liste? Auf der wichtigsten. Der Liste. Ja, den Listen. Der, wo früher immer Citizen Kane auf Platz 1 und jetzt Vertigo. Und deswegen hast du Vertigo auch geguckt? Nein, ich habe Vertigo schon als Kind geguckt. Das stimmt, als es noch nicht cool war. Älter. Genau. Jetzt, wo ihr das alle auch guckt, da guck jetzt können wir alle anderen auch einen anderen vertragen. Ihr habt ja gar nicht geguckt, weil ihr folgt ja meinen Empfehlungen nie. Ich würde sagen, selten, nicht nie. Was? Wie geguckt? Vertigo? Ja, mit den Augen. Nee, die Vögel. Ich habe auch andere Hitchcock-Filme schon gesehen. Ja, aber nicht aber Vertigo. Nein, Vertigo noch nicht. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch den 90-Minuten-Cowboy-Film nicht gesehen, obwohl ich ihn mir vorgenommen habe. Es ist gerade, was Zeit angeht. Nicht gut ich bei mir. Ich habe aufgrund deiner Empfehlung South by Southwest gesehen. Was ist das denn? Vor langem. Das mit dem Flugzeug. Der heißt North by Northwest. Ist doch das Gleiche. Das ist auch nicht andersrum. Gesagt. Ja, der ist auch gut. Du musst nur lang genug fliegen, dann kommst du. genau. das ist ja so ein klassischer, das ist ja fast schon ein James Bond Prototyp-Film. Ja, ich wollte dir ja nur dass beweisen, dass du doch mal was geguckt hast. Ja, ich hab's das verstanden. Selten und nicht nie. Aber du hast nicht, obwohl ich das extra nochmal gesagt habe. Ja, habe ich nicht. Ich habe vergessen, wie er heißt. The Straight Story geguckt. Ja. Der ist nämlich jetzt weg. Jetzt ist er weg. So. Da. Na, super. Ich wollte ihn dieses Wochenende gucken. Ja. Ich habe extra gesagt, der ist auch dann weg, wenn Slow West weg ist. Der Hauptdarsteller hat sich direkt hinterher erschossen. Weil er so stolz war auf sein Werk. Nee, weil er Krebs hatte.
Hat jemand eigentlich diesen Queen-Film inzwischen gesehen oder gibt es den noch gar nicht? Nein. Den gibt es schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich finde keinen, der mit reingehen will. Ach so. Ich will mit reingehen. Aber du bist nicht da. Aber du bist so weit weg. Ja. Nein, Phil, du bist so weit weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir der Film Spaß macht. Also der Hauptdarsteller ist gut gewählt. Ja, der hat den Pharao in Nacht im Museum gespielt. Was denn? Mr. Robot, oder nicht? Mr. Robot. Ja, der hat den Pharao in Nacht im Museum gespielt? Da hat er doch noch gar nicht gelebt, oder? Was? Doch, klar. Ich glaube, ihr meint zwei verschiedene diese Komödie, oder? Ja, genau. Ja. Nacht im Museum ist aus den 90ern oder so. Nein. Ja. Was? Nee, Nachts im Museum ist nämlich aus den 90ern. 80er? Ja, Quatsch. Das ist doch das, wo Robin Williams den General Custer spielt. Genau, das ist genau. Dieser 2006. Film. Ach, echt? Ja. Der ist von 2006? Ja. Du bist mit schon ganz schön. Rami Malek als Ankem. Da hat er wirklich mitgespielt. Okay. Das ist der älter. Ja, da wurde sich nämlich noch so irgendwie aufgeregt. Die machen einen Film und lassen Amerikaner, nehmen nicht mal einen Ägypter für den Pharao. Da hat irgendjemand gesagt, der Typ ist Ägypter. Ach, aber in Dings. Weil sie ja für hier Prince of Persia den anderen genommen haben. Ja, aber ich habe euch, letztes Mal habe ich euch doch erzählt von diesem Moses-Film hier von dem berühmten Regisseur, der so lang war. Ihr hört mir alle gar nicht zu. Doch, ja, der Moses-Film, der so lange war. Aber ich glaub, ja, irgendein berühmter Regisseur habe ich auch schon mal was von gehört. Der Moses-Film, nicht der Jesus-Film. Oh, da war es auf jeden Fall auch irritierend, dass wirklich alle Rollen waren, es wurden halt von Weißen gespielt. Und das ist schon komisch, wenn du die komplette Handlung spielt irgendwie in Afrika und du hast da nur Weiße rum. Die hätten doch Blackfacing machen können. Klar. Ich glaube, dann weniger Kontroversen. Um von den Kontroversen abzulenken. Oh toll, jetzt gibt es Vertigo nicht mehr. Geo-Gedöns, geil. Seid ihr doof, ihr habt Vertigo nicht geguckt, jetzt ist es weg. So. Dann hau ich dich an. Vertigo ist weg. Geo-Gedöns. Geo-Gedöns ist doch super. Was ist dein großer Auftritt? Ich weiß nicht, wo der ist. Der Outdoor-Podcast. Ist Vertigo noch da? Nein. Das wäre ein Geologen-Podcast. Aber wer möchte einen Geologen-Podcast hören? Das ist wie Lisa, wenn sie ins Museum geht. Die spannende Welt der Mineral. The Game gibt's aber auf Netflix. Der ist gut. Habt ihr den mal gesehen? Ja. Mit Malcolm Douglas? Ja. Michael Douglas? Michael. Malcolm Douglas? Michael. Malcolm Douglas? Ja, habe ich, wie er mit dem Auto ins Hafenbecken fährt. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen, aber ich fand, der hat halt so eine krasse Wendung am Ende. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Ich auch, aber erzähl es jetzt nicht. Nee, ich erinnere mich nur an das Hafenbecken, nicht mal mehr an die Wendung. Okay. Ich auch nicht. Das war auch David Fincher, oder? Wo sieht man das? Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Karaunga? Spannend. Dieser Film ist unkonventionell, spannend. Aber da steht nicht, von wem der ist. In der Wikipedia steht bestimmt. Aber nicht in der Netflix. David Fincher. Ah ja, da steht auch. Guck mal hier, der Oscar-Gewinner Michael Douglas und Sean Penn glänzen im Film des Golden Globe gekürten Regisseurs David Fincher. Muss man nur lesen. David Fincher ist ein guter Regisseur. Nussschade. Oh doch, hier sind noch einige Podcasts bei. Ach, guck mal, hier für Mario, Vienna Writers Podcast. Habe ich auch schon gesehen. Die Wörterraute, oh je. Schreibtreffen am 1. November. Oh je, sagt er. Innerlich Elvis. Der Podcast, kann ich nicht lesen. Brauchst eine Brille. Nee, ist zu klein. Der Podcast für junge Bands, die ihr Musikbusiness selbst den habe ich doch eben schon mal vorgelesen. Das war das. Erstmal okay, Kaffee, ja. Da bin ich dabei. Ja. Sneakpod. Die Elite, das ist doch was für uns. Denn? Den machen wir doch schon jedes Mal. Sneakpod ist ein Wäscherle zum Film. Ah, wieder ein Film-Podcast. Gott ach, sei Dank, wir kriegen bestimmt irgendwas, wo keiner mit zufrieden ist, wie beim letzten Mal auch. Und was war trotzdem lustig. Ach, mit einem Wissenschaftspodcast kann ich ja noch leben. Da kann man sich ja reinlesen. Dann erklärt Jan wieder die Entstehung. Ja, ich kann auch was anderes erklären. Wenn es zufällig, ich habe heute noch eine Vorlesung für Dienstag vorbereitet. Wenn ich die darin nutzen kann. Erklärst du das Dienstag am Allgemeinen oder gehst du auf Details ein?
Nein, am Dienstag, nicht den Dienstag. Der Dienstag. Der Dienstag. Erfolg der Dienstag kommt nach dem Mond, genau. Auf Wikipedia. Er kommt vor dem Donnerstag, aber dazwischen ist noch der aber den Donnerstag, den der Freitag fällt völlig raus. Der Freitag fällt völlig raus. Ah, ich liebe Ritter der Kokosnuss. Ja. Der Schwätzercast, das wäre auch noch was. Ja, ja, das machen wir doch gerade. Können wir genau das nehmen, einfach wie wir über das Podwichteln quatschen. Und ab und zu so ein Glöckchen einspielen. Bling, 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 bling. Historisch inspirierte bling, Humor. Bling, bling, bling. Jetzt lustig, wenn ich sagen, tut uns leid, Zylonensender, aber weil ihr so spät kommt, müsst ihr Proton nehmen. Nee, das glaube ich nicht. Es haben sich nämlich noch 3 mit uns angemeldet, hat er erzählt. Hat wer erzählt? Der, dem ich geschrieben habe. Ich weiß nicht, wer das war. Der hieß Pottwichteln, hieß der. Echt? Aha. Der Herr Pottwichtel. Die haben dressierte Affen. Setzt euch ruhig alle über Regeln hinweg. Ja, das war ein Schock in der Abendstunde. Kennt sich der Steuerberater mit aus. Auf jeden Fall habe ich das dann abgeschickt und dann kam zurück. Deine Anmeldung wurde an unsere dressierten Affen weitergeleitet. Die haben dressierte Affen. Wieso haben wir keine dressierten Affen? Ich weiß auch nicht, wieso wir dressierte Affen haben. Wir haben Mario. Warum habe ich das gedacht und du gesagt? Weil er nicht da ist. Weil ich keine Schamgefühle besitze. Sie reden, was ist denn das für ein Podcast? Ja, das ist doch der geniale Titel, Mensch. Alle gegenseitig nicht zu. Der ist doch wohl genial, oder, der Titel? Der Titel ist wirklich gut. Ist der, ja, nein, ich habe ja nur gefragt, worüber der geht. Das weiß ich nicht. Aber da ist Captain Picard, wo ihm Dampf aus dem Ohr kommt, wenn du mal drauf bist. Ah, da, worum geht's? In Sirenen der dreiwöchigen Brücke reden wir über das, was unsere Kindheit und junges Erwachsenenleben am meisten geprägt hat. I see. Okay, ja, das können wir. Also das ist sowas wie Young in the 80s, nur später wahrscheinlich. Oder wie hieß der andere noch hier? Können wir über Dune reden? Wann ist Dune hat mich nie geprägt. Ich war young in Hallo the Spencer 80s. Hat mich geprägt. Command and Conquer. Doom. Das erste Doom. Ja. Aber es kommt ja bestimmt der Werder-Podcast. IDDQD. Genau, ItClap. Damit konntest du durch Wände gehen. Mit ItClap. Ja, und IDKFA, nee. Dann hattest du alle Waffen. Genau, ItClap. Wie man sich sowas merken kann, oder? Der Podcast aus Nordrhein für Südniedersachsen. Was? Aus Nordheim, okay. Ich finde es sympathisch, dass der Podcast halbgar die URL dampfnudel.net hat. Wir haben ja auch Zahlen. Ich finde es gut, dass Northcast Inhalt nicht gefunden bei seinem hat. Profis. Fehler 404. Scheinbar hast du eine Seite. Nee, bei mir kommt er, aber das Richtige. Bei mir kommt er. Das liegt an dir. Dein Internet. Auch wenn du oben auf der Northcast, also auf der Seite gehst. Ich habe aufs Icon geklickt und dann. Ja, ja, aber wenn du dann auf deren Seite oben auf der Northcast. Der Northcast. Ja, da kann ja nichts kommen, ist ja falsch geschrieben. Es müsste ja The Northcast heißen. Kommt auch 404. Ja, haben anscheinend viel Inhalt da. Aber Datenschutzerklärung. 404. Oh, abmahnbar. Warum das denn? Weil die Datenschutzerklärung nicht da ist. Ach, kommt auch 404. Ich habe, wo haben die das? Hier beim Netzpolitik haben die Podcast gesagt, wegen der Zeitumschiebung, Umfrage, dass sie dafür einen Google-Service genutzt haben und das nicht kenntlich gemacht haben. Also im Zweifelsfall kann es dann angefochten werden. Das war ja sowieso eine nicht bindende Umfrage. Noch nicht, aber davon werden sie ja das als Meinungsbild nehmen und dann bei der Sommerzeit bleiben vielleicht. Ja, und da werden sie sich dann bestimmt davon abbringen lassen, dass da ein Google-Service benutzt wurde. Ja. Das ist, wenn man keine wichtigeren Themen hat, dann lässt man die Leute auf sowas ab, weil da jeder eine Meinung zu hat. Das ist nämlich total einfach. Da hat jeder eine einfache Meinung zu. Ja. Ich hatte tatsächlich keine Meinung. Ich auch nicht. Also zu der Zeitumstellung. Ich auch nicht. Mir ist das völlig egal. Ich war mir da tatsächlich, ja, mir ist es ja, ich finde es okay, wenn es wirklich abgeschafft wird. Ich nicht. Ja, mir aber, ist es egal, ob Winter- oder Sommerzeit, aber weg kann es auf jeden Fall. Ah, da fände ich Winterzeit, glaube ich, sympathischer, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich nicht.
Winterzeit wird es halt früher hell und Sommerzeit bleibt es länger hell. Ja, weil dann wird's halt teilweise schon echt spät hell. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Früher kannst du ja, morgens kannst du ja länger schlafen, dafür kannst du dann abends. Nee, wieso? Wachen. Ich kann nicht später auf die Arbeit gehen. Klar, ich kann das. Ja, das ist. Ja, dann musst du ja länger bleiben. Nein, ich gehe dann früher. Hä? Ich kann dir gerade nicht mehr folgen. Ich kann später auf die Arbeit gehen und gehe dann früher? Ja, Tim macht auch Heimarbeit. Manchmal. Ich gehe schon mal ganz gerne ins Büro. Das ist gut, wenn man im Büro ist, dann, wenn man nämlich dann weggeht, dann ist man auch auf jeden Fall fertig. Während zu Hause, wenn man zu Hause arbeitet, dann irgendwie macht man immer mehr. Nicht, wenn du an der Uni arbeitest, dann nimmst du das auch mit nach Haus. Alles Scheiße in der Wissenschaft. Können wir jetzt anfangen? Oh, nein. Von mir aus, ja. Irgendwas hat gerade so in irgendeinem Chat gepiepst. Was? Ach so. Piep! Und ich finde keine Worte mehr. Und mein Hals kratzt. Auf Twitter, die haben da ganz viele. Oh, du hast einen Halskratzen. Ach du Arme. Vielleicht solltest du jetzt gerade Twitter nicht als das nehmen mit vielen Worten. Doch, die haben ja jetzt doppelt so viel. Ja, schon länger. Das sind fast 100% mehr. Doppelt so viele sind sogar genau 100%. Wenn man sie denn alle nutzt. 3 Billboards in Ebbing, Missouri soll ja auch gut sein. Das ist ein sehr guter Film. Den fand ich auch ziemlich gut. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach ja, und ich wollte jetzt eigentlich mal Dingens gucken. Hast du ja schon lang vorgehabt. Ja. Ja. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Gran Torino. Der ist auch richtig gut. Tut mir immer noch weh, dass du den noch nicht gesehen hast. Ja, Vertigo. Was? Den gibt's den noch? Nein. Der kam doch letztens erst raus. Ich warte jetzt einfach, der kam letztens wieder raus. Ich warte jetzt einfach, bis Gran Torino weg ist und dann habe ich es euch gezeigt. So. Naja, ich weiß nicht. Drew Grit habe ich auch noch nicht gesehen. Die gibt's auch. Den fand ich auch gut. Also die neue Version. Ja. Die alte kenne ich, glaube ich, auch nicht. Ja, ich auch nicht. 98% Übereinstimmung. Ich glaube, Flucht von Alcatraz habe ich, glaube ich, mal gesehen. 95% Übereinstimmung. Django Unchained, den kenne ich. Ja. Casino, den wollte ich auch immer noch mal gucken, aber der gefällt mir bestimmt nicht. Kenne ich. Wollten wir anfangen? Ja. Ich bin. Ach, wenn es dir passt. Aber ich wäre soweit. Dann...